Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir sind ein Podcast, ne? Das heißt also, du kannst dir diesen Podcast im Nachhinein irgendwo runterladen. Du musst ihn dir nicht meinetwegen auf YouTube anhören. Das ist zwar ganz nett und zu Hause am Laptop auch irgendwie ganz cool, aber letztlich bist du nicht darauf angewiesen, jedes Mal irgendwo rumzusitzen und Internetempfang zu haben. Podcasts lädt man sich nämlich für gewöhnlich runter. Und das kannst du tun, und zwar ziemlich regelmäßig, indem du dir eine Podcast-App hinunterlädst und dann vielleicht noch unseren Feed addest. Das klingt alles viel komplizierter, als es letztlich ist. Informier dich mal. Hau dir irgendeine App drauf. Da gibt es ganz viele. Ich persönlich nutze auf Android Podcast Addict. Und da kann man eine Handvoll oder noch ein paar mehr Podcasts in seine App hinzufügen, die kostenlos herunterladen. Und dann ist man regelmäßig am Start, wenn es neue eben Updates in den Feeds gibt oder eben insbesondere hier neue Casts. Wir haben hier diesmal 3 Filmbesprechungen mit dabei und werden beginnen mit dem Film Nuestro Tempo. Nuestro Tempo haben besprochen Dom und Max, beziehungsweise hat gesehen ihn, glaube ich, nur der Max. Der Dom hat ihn dazu interviewt. Der geht auch 3 Stunden, ist ein mexikanischer Film über eine offene Beziehung und die Frage, ob dieses Konzept in der Form funktioniert. Ich habe mir die ersten Minuten auch angeschaut und der Film ist sehr langsam erzählt. Was die beiden Jungs zu dem Film zu sagen haben und ob er jetzt, naja, einen Kinobesuch wert ist, das erfahrt ihr in deren Besprechungen. Im Anschluss gibt es dann noch eine größere Runde zum Film mit einem sehr langen Titel: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Over. Und da ist unter anderem Zac Efron dabei. Das Ganze basiert wohl auf Geschichten von Ted Bundy. Und das haben besprochen Pascal und Eva, sowohl der Dom, der war auch dabei. Und ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also es ist eine größere Runde und die haben jetzt hier zu dritt diesen Film besprochen, der jetzt auch fürs Heimkino erscheint, hat eine Altersfreigabe ab 16 und klingt eigentlich ganz spannend. Dann gibt es noch einen Solo-Beitrag zum Film All the Devil's Men. Und ich glaube, so richtig solo ist der gar nicht. Ganz im Gegenteil, den haben letztlich 2 Kollegen besprochen, denn die Tanja hat ihn zwar gesehen und ihn sich zu Hause privat ganz alleine im dunklen Kämmerlein gegeben, aber der Lasse war so nett, sie dazu ein wenig auszuquetschen. Das ist ein Konzept, das wir jetzt häufiger mal umsetzen werden. Heißt also, wer den Film bei uns in der Redaktion alleine gesehen hat, aber vielleicht so alleine nicht unbedingt in den Flow für den Singlecast kommt, der wird von einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin zu diesem Film interviewt. Und das ist übrigens auch ein Hinweis an euch da draußen, wenn ihr Bock habt auf Filme, aber meint, ihr wärt nicht in der Lage, so 5 bis 10 Minuten Singlecast, also eben Solo-Besprechung aufzunehmen, dann ist es gar kein Problem. Wir haben so viele interessierte Kollegen, die alle Bock haben, mit euch über Filme zu quatschen. Da gibt es immer eine Möglichkeit, euch quasi auch zu Filmen zu interviewen. Das entspannt die Gesamtsituation nochmal deutlich. Nun also viel Spaß bei den 3 Besprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Da seid ihr wie immer herzlich eingeladen, solch ein Feedback zu hinterlassen. Und gegebenenfalls wollt ihr selbst mal hier Teil des Telestammtisch werden und unserer Redaktion beitreten. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Dom und heute geht es um den Film, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Nuestro Tiempo oder so ähnlich. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe jemanden an meiner Seite und den kennt ihr bislang noch nicht. Er darf sich jetzt aber sehr gerne vorstellen. Hi, ich bin der Dom. Wer bist du? Ja, hallo Dom. Ich bin der Max oder Maximilian, weil wir haben ja hier, glaube ich, schon einen anderen Max. Ja, und nicht nur einen. Ja. Maximilian Peter, wenn wir es genauer haben wollen. Maximilian Peter Rauscher und ich bin neu hier und bin sehr froh, dabei zu sein, als alter kleiner Filmliebhaber sozusagen. Ja, wunderbar. Ist doch schon mal eine, das ist die beste Voraussetzung, um hier mitzumachen, Filmliebhaber zu sein. Ja, das dachte ich mir. Also es bringt so auf jeden Fall einen Vorteil bei sich auch schon im mehr oder weniger Vorstellungsgespräch. Ja, eben. Um dir aber dann mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was das angeht, was sind denn so spontan aus dem Bauch heraus gefragt deine Jahreshighlights bisher? Also was hast du bisher im Kino oder wo auch immer gesehen und würdest du so als dein persönliches Highlight nennen? Also 2019 jetzt. Genau. Da war eigentlich der beste Film im Kino, den ich sah, The Lost Boys, würde ich sagen. Le Garçon Sauvage. Der Film von den Mädels, die Jungs spielen,
die auf irgendeiner verwunschenen Insel dann ihre Männlichkeit verlieren. Hatten wir auch eine Besprechung zu, ich habe sie nur geschnitten tatsächlich, aber lustigerweise hat da jemand auch seinen Einstand mitgegeben mit dem Film. Echt? Okay, super. Ja, ja, das ist ein perfekter Einstandsfilm. Kann man viel dazu erzählen. Ja, und Burning habe ich vor 2 Wochen gesehen, der war eigentlich auch ganz nett. Vielleicht ein bisschen zu hoch gelobt jetzt für meinen Geschmack, aber ja, für schwere Filme ganz unterhaltsam, würde ich sagen. Habe ich schon auch sehr viel drüber gehört. Für viele ist das tatsächlich der Film des Jahres, so in meiner persönlichen Blase, muss ich gestehen. Ich habe ihn noch vor mir. Ja, mal schauen, der läuft hier durchaus im Bahnhofskino. Und Nummer 3 in der Liste wäre? Nummer 3, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der dieses Jahr kam, aber es war diese Netflix-Produktion The Ballad of Buster Scruggs. Die fand ich auch bombig. Ja, der ist, glaube ich, vom letzten Jahr tatsächlich. Der ist, glaube ich, vom letzten Jahr, aber vielleicht habe ich ihn erst dieses Jahr gesehen, das könnte auch sein. Ja, oder so. Also. Nee, was? Oh Gott, jetzt habe ich mein absolutes Highlight, habe ich ja total unterschlagen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Blade Runner 2049 gesehen und der kommt ja gleich mal in meine Overall Times Top 3 mit rein. Also würde ich den gleich mal ganz vorn hinsetzen. Okay. Ja gut, der ist von 2017, aber es ging jetzt grundsätzlich darum, was du zuletzt so gesehen hast. Genau. Ja. Ne? Gut, das ist ja, glaube ich, schon mal eine gewisse Stoßrichtung, die du hier vorgibst, weil es sind ja alles nicht durchaus, also ich bin ja froh, dass jetzt kein Avengers Endgame genannt wurde, sagen wir es mal so. Ja, ganz ehrlich, ich bin einer der wenigen, der den Film noch gar nicht gesehen hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich mir den überhaupt mal anschauen werde. Ja. Deswegen. Du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen, also spätestens jetzt ist das Eis gebrochen bei diesen Temperaturen. Aber gut, that being said. Kommen wir zum Filetstück unserer Besprechung, nämlich diesem wunderbaren Film Nuestro Tiempo. Ich hoffe, ich spreche es jetzt vielleicht richtig aus. Von Regisseur Carlos Regadas. Ich vermute, mein Spanisch ist wahrscheinlich genauso gut wie deins. Ja. Also non-existent sozusagen. Ja, ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist gebürtiger Spanier, aber mehr als ein paar Wörter kann ich auch nicht. Und das hier, also wenn er das hier hört, hab bitte Nachsicht. Der Film ist ursprünglich aus dem Jahr 2018 und hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 57 Minuten, also ein kleines Mammutwerk. Läuft bereits seit dem 27. Juli 2019 in unseren deutschen Kinos. Mhm. Und ich hatte jetzt mal im Vorhinein recherchiert, dieser Carlos Regadas dürfte manchen jetzt vielleicht nicht allzu viel sagen, hat allerdings schon relativ von sich reden gemacht mit unter anderem Filmen wie Battle in Heaven, den ich beispielsweise gesehen habe von 2005. Und der Mann ist zum einen durchaus gut für den ein oder anderen Skandal, zum anderen aber auch dafür bekannt, dass er ausschließlich Laienschauspieler in seinen Filmen besetzt. Und in diesem Fall hat er richtig einen draufgesetzt. Er hat sich nämlich zum einen die Hauptrolle selber auf den Leib geschrieben. Und zum anderen spielt auch seine Ehefrau seine, Ehefrau in diesem Film. Und sowas hat man ja, also sowas erlebt man jetzt nicht mehr weiß wie häufig. Als letztes fällt mir da zum Beispiel ein A Quiet Place vom letzten Jahr, wo ja Emily Blunt und ihr Mann Joseph Kosinski gemeinsam vor der Kamera standen. Wobei die ja beide Profis sind sozusagen, im Gegensatz zu Gott, wie heißt seine Frau? Natalia Lopez. Die ist ja, glaube ich, nur immer seine Cutterin gewesen in den Filmen vorher. Also habe ich zumindest gelesen. Ja, worum geht's in diesem Film? In aller Kürze, wenn du das so umschreiben kannst. Also die Rahmenhandlung ist wirklich sehr einfach zu erzählen, denn es geht um ein Ehepaar Mitte 40, die in Mexiko eine Rinder- bzw. Bullenzucht betreiben. Und dort Stiere für den Stierkampf ausbilden. Zumindest sind das die Szenen, die am meisten gezeigt werden in der Arbeit mit den Stieren. Und eines Tages begegnet die Frau Esther einem Einreiter
so nennt man die Leute, die irgendwie die Pferde einreiten, einem Amerikaner namens Phil. Und die beiden beginnen miteinander eine Affäre. Und der Ehemann von Esther, Juan, der vom Regisseur Carlos Regadas dargestellt wird, der fängt dann an, seiner Frau irgendwie, naja, nachzuspionieren und sie mehr oder weniger zur Rede zu stellen, ob sie eine Affäre mit dem Gringo hat. Und man erfährt aber im Laufe des Films, dass sie eigentlich eine offene Beziehung führen und dass es nicht um die Affäre an sich geht, sondern um die Art und Weise, wie Esther diese Affäre ihrem Mann verheimlichen will. Und da geht es darum, um die Frage, ist es jetzt wirklich Liebe oder ist es nur körperliches Verlangen? Ja, das ist so die Rahmenhandlung. Und da werden dann 3 Stunden darum gestrickt, wie sich diese Dreiecksbeziehung dann letztendlich auflöst. Okay, das klingt ja relativ, ich will jetzt nicht sagen dünn, aber doch relativ überschaubar für satte 3 Stunden Laufzeit. Ja, das ist wirklich ein kleines Meisterwerk, dass man mit so einer einfach gestrickten Story die 3 Stunden dann auch füllen kann. Aber er schafft das, vor allem durch ziemlich viel Symbolik, die verwendet wird in den Bildern zwischendurch. Hättest du da ein Beispiel? Also klar, so symbolische Bildsprache zu umschreiben ist immer schwer, aber könntest du dir da vielleicht irgendwas rauspicken, was dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist? Also was richtig im Gedächtnis geblieben ist, sind vor allem Szenen, die, kurzes Beispiel, man sieht sie im Auto sitzen und während der Autofahrt beantwortet sie irgendwie SMS, anscheinend von ihrem Liebhaber. Und sie ist gerade auf dem Weg nach Hause und zwischendurch werden dann immer wieder Szenen aus dem Motorraum mit hineingeschnitten, wie Detailaufnahmen von irgendwelchen Kolben oder von der Kupplung, die dann irgendwie, die dann irgendwie symbolisieren sollen, jetzt fährt sie nach Hause und jetzt versucht sie wieder wie eine Maschine zu funktionieren, wie eine gut geölte. Und der Film ist eben wirklich voll davon, dass Sachen wie zum Beispiel die 2 Kontrahenten treffen sich und dann werden davor und danach irgendwelche Bilder von Stieren, die sich gegenseitig mit Revierkämpfen behaken, mit reingeschnitten. Oder ja, als sie in, also sie sitzt irgendwann mal in einem Konzert und bekommt dann die Erkenntnis, dass es vielleicht Liebe zu Phil sein könnte und nicht nur körperliches Verlangen. Und währenddessen ist halt so ein sehr dynamisches Paukenkonzert, was halt dann auch irgendwie symbolisiert jetzt, dass der Knoten bei ihr gerade platzt und eine Erkenntnis in ihr reift. Mit einem, ja, das ist so diese typische Bildsprache, die den ganzen Film eigentlich durchzieht. Das klingt ja durchaus nicht völlig reizlos, muss ich zugeben. Also mit den Stieren, das ist natürlich jetzt nicht sonderlich subtil, aber vor allem jetzt gerade dieser Gedanke mit dem Auto-Innenleben, könnte man ja sagen, da wird dann auch so ein bisschen die Mechanik der Beziehungen eigentlich vielleicht auch ein bisschen gespiegelt, könnte ich mir vorstellen. Genau. Weil also, es hieß ja, dass die offene Beziehung zwischen Juan und seiner Frau, die haben ja auch Kinder, soweit ich weiß, die wiederum auch von den echten Kindern der beiden gespielt werden. Also maximale Authentizität. Also was ich bisher gelesen habe, dass es durchaus dann eben hauptsächlich auch um verletzte Männlichkeit geht in dem Ganzen. Verletzte Männlichkeit ist sicherlich ein Punkt. Mir persönlich kam aber eher ein anderer Gedanke, als ich es gesehen habe. Und zwar geht es für mich mehr um Kontrollverlust. Mhm. Also, dass der Mann, es gibt in der Mitte eine Szene, in der sich Juan mit einem alten Freund irgendwie unterhält und Esther sitzt mit am Tisch und er versucht, sie mehr oder weniger an diesen Kollegen zu verschachern, sozusagen, als wäre er gerade wahrscheinlich irgendwie auf einer Kuh-Auktion. Und der Freund von Juan wirft ihm vor, dass er sich anderen Leuten gegenüber immer wie ein riesiges Arschloch verhält, weil er keine Kontrolle abgeben kann. Und das ist auch ziemlich in der Mitte des Films. Und das
unterstreicht für mich auch irgendwie so diesen Gedanken, den Juan wahrscheinlich während des gesamten Films hatte, dass er die Beziehung seiner Frau zu Phil irgendwie nicht kontrollieren kann. Er kann die Liebe nicht kontrollieren sozusagen, er kann Gefühle nicht kontrollieren, er kann alles Mögliche kontrollieren, nur das nicht. Und dieser Kontrollverlust macht ihn irgendwie wahnsinnig, er macht ihn auch irgendwie zu einem, ja, er ist misstrauisch, eifersüchtig. Das sind alles so Sachen, die man im Laufe des Films irgendwie mitbekommt, dass er das anscheinend vorher nicht war. Und dass es in diesem Fall irgendwie das erste Mal so ist, dass er Gefahr läuft, wirklich zu denken, seine Frau zu verlieren. Und ja, es hat sicher was mit verletzter Männlichkeit zu tun, aber es ist jetzt sicher kein typischer Film, der jetzt nur auf die rein geschlechtsspezifischen Merkmale zu sprechen kommen will, sondern ich glaube, es könnte genauso gut andersrum sein, dass Juan eine Frau wäre und Esther der Mann, glaube ich. Ja gut, das ist ja durchaus interessant. Ich meine, das wäre ja sehr einfach, das einfach nur irgendwelchen Geschlechterstereotypen zuzuschreiben. Aber das klingt dann ja durchaus jetzt auch schon ein bisschen differenzierter. Ich hatte das jetzt auch tatsächlich so verstanden, dass über dieses Hauptthema Kontrollverlust halt diese toxische oder halt verletzte Männlichkeit zum Tragen kommt an der Stelle. Er verhält sich ihr gegenüber schon wirklich wie ein Arsch. Das muss man dann streckenweise sagen. Ich meine, wie gesagt, da gab es diese Szene, wo er versucht, sie zu verschachern. Er will sie auch an diesen Phil verschachern. Also er steht ja selbst auch in Korrespondenz mit Phil, also per Mail, und bittet ihn darum, mit seiner Frau irgendwie zu schlafen. Denn das sei er ihm schuldig. Schließlich haben sie es verheimlicht und jetzt hätte er den Wunsch, dass Phil praktisch sich mehr oder weniger dem Test unterzieht, ob sie ihn wirklich liebt oder immer noch bei Juan bleiben will. Also das ist eine sehr krude Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen. Man merkt schon, dass der Hauptdarsteller irgendwie in so einen Strudel gekommen ist, in dem er eigentlich gar nicht mehr weiß, ob er sich noch vernünftig verhält. Man merkt es auch da im Gespräch mit seinem älteren Sohn, dass er also von seinem Verhalten selbst ein bisschen angewidert ist. Okay. Ja. Für mich klingt das sehr interessant. Für mich gibt es allerdings nur einen Haken und das dürfte halt auch viele abschrecken. Die recht exorbitante Laufzeit. Ist die denn gerechtfertigt? Also, da sind wir jetzt wieder bei einem, glaube ich, Lieblingsthema von mir: Sind 3 Stunden Filme eigentlich überhaupt gerechtfertigt? Denn, Stichwort Avengers Endgame. Ja, ich meine, aber ja, ich glaube, der Unterschied ist bei Avengers Endgame, da explodieren 3 Stunden lang irgendwelche Dinge und das ist dann eher 3 Stunden lang Reizüberflutung. Und hier läuft man dann doch eher Gefahr, mal einzuschlafen. Aber ist jetzt bei diesem Film, ich würde sagen, eigentlich hat er sicherlich seine Längen und man kann sicherlich auch 20 Minuten irgendwie rausnehmen, ohne dem Film größeren Schaden zuzufügen. Aber letzten Endes ist es dann doch so, man muss sagen, er hat auch eine 20-minütige Eingangssequenz, in der Kinder vom, keine Ahnung, Kindergartenalter bis hin übers Teenageralter dann zu den Erwachsenen werden, wie es damals bei Kubrick 2001 Odyssee im Weltall war, ein Präludium, das eigentlich im Grunde genommen mit dem eigentlichen Film gar nichts zu tun hat. Und das sind dann schon mal 20 Minuten, die dann vorn drauf sind. Und eigentlich könnte der Film 20 Minuten später starten. Man hat dann auch ein Paukenkonzert, das geht dann über 5 Minuten. Und man hat hier mal ein paar Sachen, die ein bisschen länger gezeigt werden. Dann hält mal die Kamera auf einen Sturm drauf oder ein großes Panoramabild. Da muss dann gewartet werden, bis das Auto vom linken Bildrand bis am rechten Bildrand angekommen ist. Solche Dinge sind eben dann auch mit dabei. Ja. Also so Dinge, die es halt dann einfach lang machen, um es lang zu machen letzten Endes. Ja, und man muss auch dazu sagen, es hat natürlich eine Metaebene gibt's und die ist, dass Juan ist ein Poet oder Schriftsteller. Mhm. Also die betreiben diese Rinderzucht irgendwie mehr oder weniger aus, ja, will jetzt nicht sagen Jux und Dollerei, aber man, wollte ich gerade sagen. man kommt dann schon irgendwie drauf, dass sie aus der Großstadt irgendwie raus wollten
und halt dann diese Rinderzucht mehr oder weniger aufgebaut haben. Aber eigentlich ist er Poet und Schriftsteller. Und ich glaube, dass diese Poesie auch in der Bildsprache vielleicht vom Regisseur ein wenig dargestellt werden will. Man hat auch streckenweise viel Voice-Over, die dann einfach die Geschichte vorantreiben sollen, erzählt eine Kinderstimme das Innenleben von Juan. Und da sind wir dann auch immer auf so einem, ja, so eine Ebene, die irgendwie ein bisschen dieses poetische, schriftstellerische, wie sagt man, darstellen soll oder symbolisieren soll. Also sprich, dass er vielleicht auch im Inneren so ein bisschen Kind geblieben ist, beispielsweise. Ja, ja. Also man hat streckenweise, das ist eh sehr komisch, was mir bei dem Film auffiel, ist, ich habe immer damit gerechnet, dass am Ende noch ein großer Twist kommt. Es ist sehr eigenartig. Der Film hat so eine dauernde Spannung. Er hat auch streckenweise, im Ende, erstes Drittel, ist eine Szene mit dabei, die sehr, ich würde sagen, sehr viel Gewalt zeigt, auch mit Blut. Und er hat ja auch Szenen, also Sexszenen, die nicht geschönt werden, mit dabei. Also der Film hat im Grunde genommen, der reizt, versucht auszureizen, was er irgendwie geben kann. Dann wird auch kein Blatt vor den Mund genommen, sozusagen. Man sieht zwar keine expliziten Pornodarstellungen, aber ja. Da muss man sich dann eher Battle of Heaven ansehen von seinem Regisseur. Der hat schon eine Introsequenz, die schon einige ordentlich in ihren, wie nennt man das nochmal, im sittlichen Empfinden so ein bisschen vor den Kopf stoßen könnte. Was ich mir allerdings immer für eine Frage stelle, also eigentlich zwei Fragen. Das eine ist ja, wenn jemand sich selbst besetzt in so einem Film, wenn der Hauptdarsteller auch der Regisseur ist, dann besteht zumindest aus meiner Sicht immer so ein bisschen die Gefahr, dass derjenige dazu neigt, sich ein bisschen selber zu sehr zu inszenieren. Beispielsweise mich persönlich stört das zum Beispiel sehr an Der mit dem Wolf tanzt, aber das ist jetzt meine eigene Meinung. Und dann ist natürlich auch hier gegeben, ob das Ganze vielleicht auch ein bisschen ja autobiografisch konnotiert sein könnte. Gut, da kenne ich den Regisseur leider zu wenig oder seine Vita, um das jetzt irgendwie beantworten zu können. Aber irgendein schlauer Mensch hat sicher mal gesagt, dass immer ein Fünkchen Selbstdarstellung, ein Fünkchen Autobiografie ist sicherlich immer mit dabei. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal eines Nachts im Bett lag und hatte, keine Ahnung, solche Gedanken und wollte die dann irgendwie mal auf Film bannen. Zu deiner ersten Frage, ob er sich zu sehr selbst inszeniert. Also es ist definitiv ein Film über Juan. Also ich würde sagen, es ist zwar eigentlich eine Dreiecksbeziehung, aber Juan steht da über Esther und dieser Phil ist mehr oder weniger eigentlich nur so als Katalysator mit dabei. Um die ganze Geschichte ein bisschen voranzutreiben oder in gewisse Bahnen zu lenken. Es ist aber jetzt nicht so, dass es stören würde. Also ich saß jetzt nicht davor und habe mir gedacht, jetzt will er sich hier wieder inszenieren und jetzt schaut er da betröppelt in die Kamera, um besonders, keine Ahnung, wieder irgendwelche Aufnahmen von sich zu haben und so weiter und so fort. Nee, das war es nicht. Okay. Ja, wo du gerade Stanley Kubrick erwähnt hattest, der hat ja mal den sehr schönen Satz gesagt, ein Regisseur dreht einen Film vorrangig für sich selbst. Oder war es Akira Kurosawa? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Einer von beiden. Ja, hast du noch irgendwas zum Film? Sonst würden wir jetzt auch, glaube ich, zu dem Fazit kommen. Ich habe eigentlich nur eine Sache zu dem Film. Und zwar ist es, geht rein, wenn ihr ihn irgendwie seht. Er läuft nämlich anscheinend auch nicht in vielen Kinos. Also ich bin hier in München und er lief ab Donnerstag, also in der ersten Woche, läuft er in keinem Kino. Deswegen, wenn ihr ihn irgendwie sehen solltet, auf einem Plakat, geht doch ins Kino. Tut ihn euch an. Es sind wirklich 3 Stunden, die kommen einem vor wie 2 Stunden 50. Also. Sehr schön. Ja, gut. Dann, das ist ja fast schon das halbe Fazit. Ja. Ja, stimmt, es war das halbe Fazit.
Aber okay. Es kommt ja noch eine Sternebewertung, habe ich gehört. Genau, genau. Ja, wir nötigen ja unsere Teilnehmer immer dazu, am Ende eine Sternbewertung und vielleicht auch so eine kleine Empfehlung mit einer gewissen Stoßrichtung rauszugeben. Und da würde ich sagen, the stage is yours. Dankeschön. Also, der Film schrammt ganz knapp an den 4 Sternen bei mir vorbei. 4 von 5. Er bekommt 3,9 von 5. Okay. Sehr schön. Hm. Liegt ein wenig daran, dass er im meines Erachtens im letzten Drittel ein bisschen abfällt. Bis dahin baut er sehr gut mit Spannung auf und da vergeht er auch schnell. Also ich finde, die ersten 2 Stunden vergingen sehr viel schneller als die letzte Stunde. Die haben in etwa gleich lang gedauert vom Empfinden. Dann ist es definitiv etwas für Leute, die auf Panoramaaufnahmen stehen. Also Naturfotografen dürfen da auf jeden Fall reingehen. Ja. Und natürlich Freunde von Filmen wie von beispielsweise Terrence Malick, die werden da ihre helle Freude haben. Die Referenz Nummer 1, ne? Ja, ja, es wird auch sehr oft in Weitwinkel gedreht, also eigentlich wird nur in Weitwinkel gedreht. Und auch immer, wenn die Möglichkeit besteht, immer mitten in die Sonne rein, damit ja schön viele Blendenflecke das Bild verdecken. Und es, was mir besonders gut gefiel, war wirklich die Darstellung des Hofs und die Darstellung der Tiere. Da waren einige Aufnahmen, wie die Bullen miteinander umgehen, wirklich wahnsinnig gut. Streckenweise habe ich mir sogar gedacht, wie haben die das gedreht? Aber das ist so das bisschen Spannung, was ich jetzt für die Zuhörer da lassen will, wenn sie sich den Film anschauen. Alles klar. Also ich persönlich werde mir tatsächlich mal vormerken, auch wenn ich wahrscheinlich warten werde, bis er irgendwie um 1 Uhr morgens auf Arte laufen wird. Ich erwarte diesen Film wahrscheinlich irgendwann mal innerhalb der nächsten 2 Monate auf Amazon Prime. Ja. Gehe ich mal davon aus. Oder so. Ja. Gut, dann wären wir auch soweit durch. Max, ja. Vielen, vielen Dank für deine Meinung. Ja, ich habe zu danken. Eine sehr schöne Besprechung. Ich freue mich aufs nächste Mal oder aber der Andi, je nachdem, wer von uns hier zur Verfügung steht oder wer auch immer aus unserem immer weiter wachsenden Team, zu dem du jetzt auch gehörst. Super. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch. Besser gesagt zur Besprechung von, ich muss mir den Titel jetzt leider drauf schaffen, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Ja, einer der längsten und undankbarsten Titel der letzten Jahre. Und wir besprechen den Film zu dritt. Das machen zum einen ich bin der Dom, hi. Und wir haben hier zum einen den Pascal von Movie Break. Hallo. Und die Eva. Hallo. Sehr schön, dass ihr heute dabei seid und wir uns diesem wunderschönen Thema widmen. Mhm. Jeder Tag, an dem man nicht über einen Serienkiller-Film spricht, ist ein verlorener Tag. Und damit wir jetzt so ein bisschen in die Materie reinkommen, Pascal, worum geht's hier eigentlich? Also es geht um die Beziehung von Liz, einer alleinerziehenden jungen Frau, die irgendwann, ich glaube es war 1969, mit Ted Bundy, dem berüchtigten Serienkiller, zusammengekommen ist. Und diese Beziehung beschreibt der Film. Ganz kurz zusammengefasst. In aller Kürze. Ja, in aller Kürze. Schon der Running Gag zwischen dir und Pascal, muss man dazu sagen. Ja. Genau. Ja, der Film basiert dementsprechend dann auch auf ihrem Buch, das da heißt The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. Ich suche jetzt nicht den deutschen Titel raus. Ja. Der Film selber ist von Joe Berlinger inszeniert und das Drehbuch hat jemand geschrieben mit dem schönen Namen Michael Werwie. Werwie? Wo, wie, was, von wem, warum? So. Das glaube ich auch vorher noch nie ein Drehbuch sonst geschrieben. Genau, was man auch durchaus merkt. Zur Faktenlage ist interessant, dass Joe Berlinger, die meisten werden ihn jetzt nicht kennen, Pascal, du meintest vorhin zu mir, dass er beim wunderschönen Sequel von Blair Witch Project Regie geführt hat. Leider ja. Vor gefühlten 10.000 Jahren. Richtig. Um das vorwegzunehmen, er ist nicht das erste Gesicht, was man hier sieht, von dem man dachte, dass es vor 10.000 Jahren eigentlich verschwunden wäre. Aber dazu später mehr. Joe Berlinger, muss man kurz anmerken, hat auch schon eine Netflix-Serie über Ted Bundy produziert.
Eine vierteilige Netflix-Serie, also Dokumentation und also ich habe sie nicht gesehen. Sie nennt sich Das Selbstporträt eines Serienmörders. Und dieser Film ist jetzt praktisch das Gegenstück, weil während die Serie, ich nehme jetzt mal an, hauptsächlich aus seiner Perspektive geschildert ist, ist das jetzt eben die Perspektive seiner Frau. Ja, soweit zu den Fakten. Als Hauptdarsteller haben wir Zac Efron, eine überaus interessante Besetzung, wie ich finde. Die Rolle seiner Frau hat Lily Collins übernommen und ansonsten haben wir im Cast so einige, es ist schon irgendwie ein ziemliches Kuriosum, dieser Cast, würde ich sagen, ne? Findest du? Naja, es ist schon eine ziemlich wilde Mischung. Also ich kann mir mal sagen, wir haben Zac Efron in der Hauptrolle, dann haben wir Lily Collins, dann haben wir Angela Sarafian, die dürften jetzt manche nicht kennen. Ich habe sie zum Beispiel zuletzt in Westworld gesehen. Dann haben wir noch Dylan Baker, auch wenn er eine extrem kurze Rolle hatte. Kaya Scodelario haben wir, John Malkovich in einer Nebenrolle als Richter und das absolute Sahnehäubchen für mich persönlich, Haley Joel Osment. Ja. Bekannt aus Filmen wie The Sixth Sense und AI und das war's dann. Und Jim Parsons ist auch noch dabei. Oh Gott, ja, stimmt. Stimmt, Jim Parsons. Ja. Das war auch so ein Kulturschock für mich. Ja. Nochmal vorab, ich gehe davon aus, dass man nicht viel spoilern kann in dem Film, oder? Also ich glaube, jeder weiß, wie der endet, oder sprechen wir darüber nicht? Ah, doch, ich glaube, das kann man durchspoilern. Schon, oder? Das ist eine wahre Geschichte. Ja. 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 Also die Liebesgeschichte bis zum Tod. Bis zum bitteren Ende. Ich würde sagen, dann können wir anfangen, auf den Film einzugehen, weil so die Grundprämisse haben wir jetzt eigentlich umrissen und weiteres wird sich dann, glaube ich, im Verlauf ergeben. Eva, bei dir würde mich interessieren, mit welcher Erwartungshaltung bist du an diesen Streifen herangegangen? Also schon immer auch Spannung und dass es eben aber auch einigermaßen psychologisch ist, also kein kompletter Schiss. Und so ein bisschen Ansätze eines Versuchs zu erklären, wie ein Mensch zu sowas kommt. Also das erhoffe ich mir von solchen Filmen, die so biografisch daherkommen und wahre Geschichten von schlimmen Taten erzählen. Also da ist natürlich die Logik ganz wichtig, finde ich. Und dass es emotional einfühlsam oder nachfühlsam ist, irgendwie, wie schlimm auch immer das, also wo man sich natürlich dagegen wehrt. Und aber ihr wisst, was ich meine. Ja, so in etwa. Ja, Pascal, wie sieht's bei dir aus? Ich habe mich sehr drauf gefreut, weil ich mich auch für Serienkiller begeistern kann. ich war sehr gespannt darauf, wie er die Beziehung zwischen Ted Bundy und der Elizabeth, wie heißt der nochmal? Elizabeth Candle. Elizabeth Candle, ja. Ja, ich war sehr interessiert an dem Film, weil ich wissen wollte, ob er auf die Taten eingeht oder ob er wirklich, wie Eva schon gesagt hat, eher psychologisch funktioniert und wo seine Perspektive liegt, ob er sich mehr auf die Frau stützt oder mehr auf Ted Bundy. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gereizt. Ja, dann kann ich auch noch kurz sagen, also ich habe mich auch sehr auf den Film gefreut. Ich war sehr neugierig, wie Zac Efron, den man ja in erster Linie wahlweise aus High School Musical oder aber aus irgendwelchen R-Rated Comedies mit Dwayne Johnson kennt. Oder Seth Rogen. Mhm. Bad Neighbors, glaube ich, ne? Genau. Ja. Wie er sich dann jetzt hier schlagen würde und die ganze Besetzung drumherum klang auch sehr interessant. Was wir allerdings noch erwähnen müssen, was ein bisschen frustig ist an der Veröffentlichung dieses Films. Er hatte im Januar diesen Jahres hatte er seine Premiere auf dem Sundance Film Festival. Und dann wurde er aufgrund des relativen Anklangs wurde er von Netflix aufgekauft. Der Haken ist jetzt allerdings, dass wir diesen Film gar nicht über Netflix sehen können. In jedem anderen europäischen Land und in den USA ist das möglich, außer hier. Hier hat sich Konstantin Film die Rechte an dem Ganzen gesichert und der Film kommt jetzt erst, ich glaube, Gott, da müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube am 27. Juni oder so erscheint er erst hier auf DVD und Blu-ray. Frechheit. Ja, ich frage mich auch echt, wie Konstantin Film dazu gekommen ist und ja, weil ich muss zugeben, ich hatte mich wirklich erst gefreut, als ich gelesen habe, ja, Netflix hat den gekauft und ja, dann kann ich mir den jetzt bald ansehen ohne diverse Umwege. Und das war dann schon ein wenig enttäuschend.
Ja, ich weiß auch, dass ich mich bei der Meldung echt sehr gefreut habe und dann, naja, wahrscheinlich spekuliert Konstantin so ein bisschen auf die Zac Efron-Fans, dass sie da nochmal ein bisschen Kohle einspielen. Vorfreude ist die schönste Freude, gell? Ja. Ja. Oder auch nicht. Genau. Meine Erwartungshaltung war aber durchaus auch, dass man schon irgendwie was Psychologisierendes hat, vielleicht sogar ein Stück weit eine Origin-Handlung. Das habe ich jetzt nicht unbedingt bekommen, das heißt aber nicht, dass dieser Film unbedingt scheitert. Ich habe jetzt auch nachgesehen, er erscheint am 4. Juli auf DVD und er heißt hier der Einfachheit halber auch, glaube ich, nur Extremely Wicked. Also man hat sich, man ist dann vor diesem Titelsammelsurium, ist man dann eingeknickt. Ja, ist auch besser so. Ist ja ein furchtbarer Titel. Ja, okay. Gut. Ja, Pascal, was sind so deine Gedanken zu dem Ganzen gewesen, nachdem du durch warst mit dem Film? Meine Gedanken zu dem Film waren erstmal, dass ich finde, dass der Film sehr hinterrücks ist. Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich erging, ob ihr am Ende auch so dachtet, dass der Film ja wirklich euch so ein bisschen vorgeführt hat. Ja, durchaus. Ja, das hat er gut geschafft, doch. Er weckt die ganze Zeit die Erwartungshaltung, dass irgendwas kommt. Und dann kommt es auch, allerdings wirklich fast ganz zum Schluss und dann wird man irgendwie ähnlich vor den Kopf gestoßen. Obwohl, also das Kunststück ist, finde ich, man weiß die ganze Zeit, dass er schuldig ist. Es gibt 1000 Beweise und man kennt halt eben die Historie, in dem Sinne Anführungsstrichen Historie. Aber trotzdem schafft es der Film, einen teilweise glauben zu machen, ist er vielleicht doch unschuldig. Ja, und haben die damals ja alle einen Fehler gemacht, gell? Ja, und das macht er ja ganz clever, weil er ja A, aus der Perspektive der Freundin erzählt ist und B, dass er keine expliziten Taten zeigt. Also wir wissen nicht mehr als die Freundin. Wir wissen natürlich mehr, weil wir kennen die Geschichte. Aber wenn wir uns jetzt nur auf den Film beziehen würden und noch vorher noch nie was von Ted Bundy gehört hätten, dann sind wir ähnlich schlau wie die Freundin. Ich kann auch tatsächlich nur jedem raten, also ich habe mir nach dem Film, habe ich mir Wikipedia durchgelesen oder auch einige andere Sachen. Ich glaube, das sollte man tatsächlich nicht machen, wenn man diesen Film wirklich genießen will, weil man muss zugeben, dass Ted Bundys Hintergrund, also wie gesagt wieder Origin, dass das nicht wirklich so ausgeführt wird. Also eigentlich nahezu gar nicht. Und das ist dann letzten Endes dann auch wieder so ein bisschen die mediale Wahrnehmung, sage ich mal, von damals, die das widerspiegelt. Ja. Weil es schon eine ganz schöne Spannung hätte reinbringen können, finde ich, weil sein Hintergrund ist ja schon krass eigentlich, aber gut, ja. Dann hätte man sich nicht so leicht vorführen lassen können wahrscheinlich. Ja, und das würde ja dann auch wieder dazu führen, wahrscheinlich, dass man diese Figur etwas zu viel psychologisiert, ne? Und dadurch dann irgendwie wieder auf die Schiene kommt, ja, okay, früher war es so und so, vielleicht ist er nur so ein bisschen Verständnis dafür, warum er so ist. Er konnte ja nicht anders. Er kommt doch so schnell. Man hätte, also wenn, dann hätte man sich, glaube ich, eher am Schluss zeigen oder thematisieren sollen, was eigentlich mit ihm ist oder war. Oder halt gar nicht, wie es der Film macht. Ja, also, dass man halt den Film so genießen kann, also wenn dann am Schluss. Also ich fand halt die Geschichte so krass und hab mir das eben danach dann eben doch auf Wikipedia eben durchgelesen. Mhm. Und dann fand es schon nochmal, also es hat schon eine Intensität dann einfach nochmal zusätzlich, wenn man sich denkt, aha, ja, Wahnsinn, was so eine menschliche Psyche, wie zerbrechlich sowas zum Teil sein kann. Oder also bei 100.000 Menschen nicht, aber bei einem von, weiß ich nicht, so und so vielen, die das erleben, dann vielleicht. Schon. Ich habe mich im Nachhinein halt wirklich geärgert, dass ich mir diese Netflix-Doku nicht angesehen habe vom selben Regisseur, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie halt wirklich das exakte Gegenstück liefert. Also, dass die das weiter ausführt aus seiner Perspektive. Ich meine, was wir kurz mal anmerken müssen, Ted Bundy hat halt echt, ja, einen doch recht krassen Lebensweg hinter sich, ne? Also, mal kurz umrissen, der hat eine Zeit lang gedacht oder die Hälfte seines Lebens hat er gedacht, dass seine Schwester seine Mutter ist. Dann ist er bei sehr strengen Großeltern von ihr aufgewachsen und verhaltensauffällig ist er das erste Mal im Alter von 3 Jahren geworden, als er seiner jugendlichen Tante nachts Fleischermesser ins Bett gelegt hat. Da würde man heute dann schon mal zum Kinderpsychologen gehen. Ja, Kinderpsychologe Dr. Prügelpeitsch. Damals dann, ja.
Also ich muss zugeben, wenn man dann so diesen Stoff auf Wikipedia liest, also halt so diese, ja, so diese typische Trivia halt, die man über den kennt, das wäre durchaus Stoff gewesen für so, ja, sag ich jetzt mal, pathetische Rückblenden, ne? Oder ein Extrafilm einfach. Nur die Kindheit. Vielleicht hat man den ja mit der Doku, das weiß ich ja jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob man das sehen will. Ich weiß auch nicht, ob man das braucht. Das wäre halt so die klassische, konventionelle Herangehensweise. So ein richtig klassisches Biopic über Ted Bundy? Nee, das würde auch nicht funktionieren tatsächlich. Und es würde auch dann dazu führen, dass man, also bei Psychologisierung ist ja grundsätzlich immer das Problem, dass man dann irgendwo auch nach Entschuldigungen sucht. Ja. Man kann natürlich versuchen, das zu verstehen, aber gleichzeitig besteht immer so die Gefahr einer Alibilisierung, sage ich mal. Ja, würde ich, nö, sehe ich jetzt anders. Also ich fände es einerseits halt wahnsinnig interessant. Es ist einfach eine krasse Geschichte, also seine Kindheit so. Und unabhängig davon, es sind halt schreckliche Taten und es bleibt böse und schlimm und falsch. Und daran ändert ja nichts, dass man vielleicht versucht zu verstehen, wie ein Mensch dazu kommen könnte, theoretisch. Wobei ja wahrscheinlich tausend andere so eine ähnliche Kindheit vielleicht haben und was anderes machen. Aber ich finde nicht, dass ein Erklärungsversuch dann eine Entschuldigung ist, sondern wie, weiß ich nicht, in einem Gericht, wo halt jeder einen Rechtsanwalt hat. Und dann geht es ja auch nicht darum zu sagen, ja, der ist unschuldig, sondern einfach halt eine Klarheit darzustellen und einfach die Faktenlage oder der Wahrheit so deutlich wie möglich ins Gesicht zu schauen. Und ich finde, das macht es eigentlich alles noch gruseliger, wenn man seine Geschichte kennt. Also nichtsdestotrotz, dass ich sehr gut fand, dass sie jetzt auch da nicht gezeigt wurde. Also ist auch ein Weg natürlich, dass man wirklich bei dieser Thematik bleibt. Aber ich meine schon ernst, dass man da durchaus, glaube ich, einen eigenen Film sogar, wenn man wollte, zu machen könnte. Allein weil das so eine krasse Extra-Geschichte nochmal wäre, wenn man die gescheit füllen will, bitte. Ja, also ich habe das jetzt auch nicht so generalisierend gemeint, dass du halt mit der Psychologisierung nach Entschuldigungen suchst, sondern insofern, also es ist ja nichts Falsches daran, das irgendwie zu verstehen, aber das Problem ist halt auch immer dann so eine gewisse Glorifizierung, sag ich mal. Und bei dem Film hier ist durchaus interessant, dass er sich eben die Perspektive seiner Frau sucht, aber zum anderen eigentlich so dieses popkulturelle Bild, was halt eben viele von Ted Bundy haben, also dass er halt irgendwie ein hübscher Womanizer war, der wortgewandt war, der sich selber verteidigt hat irgendwann im Gerichtssaal. Das kostet der Film schon irgendwo aus. Oh, aber wie? Aber wie? Ja, aber er erliegt dem Ganzen nicht. Naja, er erliegt dem Ganzen schon teilweise. Ja, aber am Ende widerlegt er es dann irgendwie. Ja, aber man muss sich halt auch erstmal, durch diese, ich glaube, wie lange geht der? 115 Minuten? Und ich sag mal, man muss sich erstmal durch diese 100 Minuten durcharbeiten, um zu verstehen, worauf der Film hinaus will. Ja, das stimmt durchaus. Weil erstmal guckst du diese 100 Minuten und denkst dir, okay, ja, der war charismatisch, der war wortgewandt, okay. Immer noch. Sieht scheiß geil aus, okay, ja, und weiter? Also die mediale Wahrnehmung von ihm damals wird halt auch richtig ausgespielt. Und worauf mich ja auch Eva dann im Vorgespräch noch gebracht hat, ist, dass all das, was dieser Film darstellt, eigentlich genau die Perspektive der Frau ist, also das, wie sie den Ted Bundy gesehen hat. Ja. Und eigentlich total clever, wie der das macht, dass er sich wirklich so in diese Gedankenwelt von der Frau hineinfühlt und diesen Ted Bundy dann so aufzeigt. Clever. Da wird der Wahnsinn ja noch deutlicher. Ne? Also, aber was glaube ich auch zu diesem Thema, aus welcher Perspektive es ist und dass es manchmal vielleicht nicht so klar ist oder so oder damit spielt, was mir gerade noch eingefallen ist, ich meine, die waren halt ein Paar. Und ich meine, bei so einer engen Beziehung ist halt die Wahrnehmung vielleicht auch eine gemeinsame auf eine Strecke oder bis zu einem gewissen Grad. Dann ist es vielleicht auch einfach nicht mehr so möglich, da die verschiedenen Wahrnehmungen darzustellen, weil es halt als ein Team funktioniert und auch gar nicht individuell jetzt unbedingt wahrnehmen möchte. So. Also die Frau wollte ja gar nicht, selbst wenn man es ihr gesagt hätte, hat ja die beste Freundin von ihr. Und man muss ja dazu sagen, dass sie es ja gewesen ist, die Ted Bundy als Verdächtigen angegeben hat. Mhm. Ja, das ist. Ja, also so irgendeine innere Stimme in ihr, genau.
Ja, dass da immer noch diese Restzweifel sind. Also das waren so Zweifel und Verleugnung, die da bei ihr zusammengekommen sind, ne? Also die Verleugnung dahingehend, der kann nicht schuldig sein, aber ja, vielleicht ist das doch. Ja. Mich hat das so ein bisschen an Stufen der Trauer erinnert, ehrlich gesagt. Ne, so diese Verleugnung und Leugnung, Zweifel. Gut. Genau. Und also Zweifel jetzt nicht, aber Leugnung halt zum Beispiel, dass sie irgendwie förmlich ihr Verhältnis zu ihm sterben sieht. Ich habe auch den Eindruck, dass es im Film einfach so ein Bruch gibt, weil die erste Hälfte ist sie eigentlich relativ präsent als Figur, wobei ich nicht sagen würde, dass sie die Hauptfigur ist. Mhm. Und dass alles lupenrein aus ihrer Perspektive erzählt wird. Und dann konzentriert sich der Film irgendwann sehr darauf, mitzunehmen, wie die Medien ihn wahrgenommen haben, beziehungsweise wie er in den Medien verkauft wird. Also da wird zum Beispiel an einer Stelle gezeigt, dass ja bei einer Gerichtsverhandlung, da sitzt halt wirklich eine ganze Meute Frauen und wie so Groupies. Ja, richtige Groupies im Gerichtssaal. Hätte noch eine Band aufmachen sollen. Genau. Ja, so One Direction. Es gibt da so ganz viele Szenen, wenn er so über die Straße läuft mit seinem Stirnband und den engen Jeans und die Frauen ihm dann so alle hinterher gucken. Hallöchen. Ah, das ist, der Film, der arbeitet da ganz stark mit diesen popkulturellen Mythen, die sich so um diese Figur Ted Bundy ranken. Aber ich kann mir halt schon auch vorstellen, dass in der Situation, wenn man einfach nicht weiß, ja, mit meinem Freund, ich weiß gerade nicht, was ich von dem halten soll, ist er jetzt ein Massenmörder oder nicht, dass man einfach als letzte Wahrheitsding, ja, dann schaut man halt auch in die Medien und das ist ja das Einzige, wo man irgendwie dann eine Wahrheit oder so dann noch als Instanz, als Überinstanz irgendwie sehen kann. Ich meine, wenn das in der Zeitung steht, da muss ja was dran sein und dann kann ich mir schon, dass das quasi als dritte Hauptfigur da die Presse und die Zeitung da mitspielt, finde ich schon auch eigentlich gut gemacht. Nachvollziehbar halt auch, dass es dann, ja, dass man dann aus der Beziehung weggeht und dann so, ja, was sagen denn die Medien? Und die Medien sagen doch aber das, aber ich fühle doch das, aber irgendwie so ein Zwiegespräch mit den... Ja, er beleuchtet ganz viele verschiedene Betrachtungswinkel. Ne? Er hat einmal die Medien, er hat die Justiz und dann hat er halt die Liebe. Und ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen viel dann tatsächlich an der Stelle, ne? Weil sie als Figur, also das kann man sagen, sie wird schon in der zweiten Filmhälfte, wird sie schon irgendwie ein bisschen an die Wand gedrängt, weil der Film sich halt sehr darauf konzentriert, ihn irgendwie medial zu zelebrieren. Ja. Und man muss zugeben, dass dann auch vor dem Hintergrund die Besetzung von Zac Efron tatsächlich ein kleiner Geniestreich ist. Ja, nicht nur, weil er dem echten Ted Bundy verdammt ähnlich sieht. Ja. Sondern auch, man muss einfach mal, diese Besetzung, die ist deswegen so clever und hat einen doppelten Boden, weil er, Zac Efron, ja so aus der Disney-Schmiede kommt. Und also dieses Babyface, hinter dem sich vielleicht Abgründe aufhalten könnten. Und deswegen passt der eigentlich schon so von der Idee her gut in die Rolle. Dass er auch noch fast 1:1 aussieht wie Ted Bundy, das ist dann nochmal so ein kleiner Bonus. Nicht ganz so eine schiefe Nase, aber sonst. Ja, aber er sieht schon echt verdammt ähnlich. Ja, eine Idee besser noch. Das. Ja, findest du? Ja. Ja, ich fand den Original, da war ich ein bisschen enttäuscht. Echt? Och. Na, guck mal, das ist doch jetzt okay. Zum Beispiel auch ein sehr interessantes Thema, gerade wo wir jetzt mal Eva da haben. Frauenwelt oder was? Ja, genau. Ja. Wie fandest du den echten Ted Bundy attraktiv, gut aussehend? Wäre das jemand, mit dem du dich unterhalten würdest, so rein äußerlich jetzt mal, so ganz oberflächlich? Also ich habe ja das Interview an seinem Todestag dann noch auf YouTube angeschaut und da sah er schon relativ fertig aus. Und jetzt stell ihn dir mal ein bisschen frischer vor. Er hatte auch einiges durchgemacht. Ich meine, dass man da psychisch nicht mehr ganz so gut drauf ist, kann ich mir auch vorstellen in der Todeszelle nach ein paar Jahren. Aber ja, kommt auf die Fotos an. Es gab schon Bilder, da sah schon nett aus, doch. Also auch so lachende Augen, also so schon sympathischer Kerl. Also jetzt am Schluss nicht mehr. Und auch, kommt auch drauf an, von vorne ist seine Nase immer so schief. Das hätte mich ein bisschen gestört. Nee, wenn man jetzt da schon so oberkritisch hinklotzt und aufs Aussehen und oh, wie geil. Also so super fand ich jetzt nicht, aber durchaus charmant. Ja. Schon gut aussehend einfach. Aber ich glaube, das können Männer genauso beurteilen, dass sie einfach ein sympathischer Kerl man da vor sich hat. Also, ich würde sagen, also er hat schon eine gewisse Ausstrahlung auf jeden Fall. Also Zac Efron, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne halt nicht viel Filme mit dem. Außer die furchtbaren Highschool-Musical-Filme, die ich mal sehen musste, als ich eine Wette verloren hatte.
Ich muss zugeben, also ich habe ihm das tatsächlich nicht zugetraut und es gibt wirklich sehr, 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 sehr starke Szenen von ihm. Also insbesondere im Gerichtssaal, wo man wirklich den Eindruck hat, dass er ganze Szene an sich reißt. Und ich meine, man muss dann bedenken, er spielt da teilweise mit John Malkovich, ja. Mit einem Selbstbewusstsein, unglaublich. Ja. Also aber auch in echt, wenn man die originalen Ausschnitte sieht, wie er sich da gepostet und positioniert hat und also seine Körpersprache. Ja. Wow! Also ich meine, wenn ich irgendwie eine Schüssel Milch von jemandem umstoße, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber wenn der hat Menschen ermordet und hat ein Selbstbewusstsein, krass. Also ich gut überspielt. Also die menschliche Psyche ist schon fähig zu einigen. Also, ist schon also das ist cool. Auf jeden Fall Selbstdarstellung auf, weiß ich nicht, Endstufe. Ja, definitiv. Ja. Also kompletter Selbstbetrug. Ich kann mir auch vorstellen, dass der phasenweise selber gedacht hat, er ist unschuldig. Anders kannst du das ja gar nicht durchhalten. Also, und der hat ja auch überhaupt nicht verwirrt oder, also das jetzt noch zu dem Punkt vorhin, sympathisch oder nicht. Ich glaube hauptsächlich, dass er halt das irgendwie die Opfer dann so hergekriegt hat, weil er einfach, er wirkt halt auch geerdet. Er wirkt ja nicht durchgeknallt, verwirrt oder, also er wirkt ja echt wie ein netter Onkeltyp. Ja. Und normal würde man denken, wenn jemand so eine krasse psychische Störung hat, dann merkt man es halt irgendwie, weiß ich nicht, dann zupft er sich die Fingernägel oder kaut Nägel oder weiß ich nicht, irgendwelche Ticks oder blinkt oder das tun wir ja alle. Er lässt sich einen Bart wachsen und zwirbelt dem wie so ein Bond-Bösewicht, ne? Das ist ganz gefährlich, das sind die schlimmsten. Ja, irgendwelche Zuckungen oder irgendwie Ticks. Oh Gott. Ich würde sagen, der Film spielt durchaus damit halt wirklich, dass er so diese Sympathie ausstrahlt und man ist dann teilweise auch wirklich am Überlegen, ist das Ganze vielleicht doch ein riesiger Justizirrtum und man ist dann ja als Zuschauer, ist man dann ja eigentlich auch in der überlegenen Position, weil man ja eben weiß, dass er am Ende hingerichtet wurde und das kann man halt auch eben nochmal sagen, um jetzt mal wirklich vor Augen zu führen, was der auf dem Kerbholz hatte. Ihm sind 30 Morde zur Last gelegt worden. Ja. Das sind nur die, die man... Aber die Dunkelziffer ist dreistellig. Die Dunkelziffer ist dreistellig. Ja. Und er hat die Frauen bewusstlos geschlagen. Um das jetzt mal hier zu sagen, was das eigentlich für ein Typ war, vergewaltigt. Ich glaube, der hat auch zugebissen, glaube ich. Also er hat Fleisch aus den Körpern gerissen und hat die auch mit Gegenständen vergewaltigt und missbraucht. Also es war schon ein schlimmer Finger. Ich kann mir auch vorstellen, je schlimmer die Handlung von jemandem, desto mehr musst du ja, damit du selber nicht durchdrehst und dich oder dich irgendwie verrätst, musst du ja unglaublich gut spielen können. Also jetzt nur so eine Rolle spielen können von einem Normalo. Und wahrscheinlich sind dann echt die normalsten Typen die gefährlichsten. Also die dann echt sowas dann machen können. Es ist eben auch natürlich dann irgendwo auch ein Psychopathen-Klischee, was hier dann so widerlegt wird. Also ich finde es auch großartig, dass Zac Efron es wirklich schafft. Der ganze Film verkauft ihn ja größtenteils als, teilweise wirklich schon als Unschuld vom Lande. Oder er selber verkauft sich so und der Film tut es ihm dann eigentlich auch gleich. Was man durchaus kritisieren könnte, aber das ist halt nicht das, was der Film im Sinn hat. Und ich finde schon, dass es ihm gelingt, am Ende glaubwürdig rüberzubringen. Also es gibt ja wirklich so diesen Epiphanie-Moment dann auch für seine Frau, wo er dann wirklich an die Scheibe malt. Das ist wirklich Sache. Nur für sie so, genau, und auch nur zu diesem einen Fall. Und dann bricht sie ja total zusammen halt. Genau. Ja, man muss auch sagen, also Lily Collins, ich war da ein bisschen skeptisch, weil es ist ja schon ein Stück weit eine also jetzt nicht, wer weiß, wie fordernde Rolle, aber sie hat halt eben schon, sag ich mal, gewissen Platz auszufüllen in dem Bereich, den man ihr gibt sozusagen. Vor allem das Wichtige an ihr, sie ist der emotionale Gradmesser, ne? Ja, eben. An ihr liest man, wohin sich die Geschichte entwickelt gerade. Sie ist natürlich auch so ein bisschen stellvertretend für den Zuschauer. Also wenn man dann zum Beispiel so ihre Zweifel hat und sie dann vom Fernseher sitzt, also man hat ja oft den Eindruck, dass sie eigentlich mit ihm abschließen will und dennoch guckt sie sich dann diese Verhandlungen im Fernsehen an. Und ihr neuer Freund sitzt daneben. Ja, oh Gott, ihr neuer Freund. So weird. Ja. Hayley, die arme Kugel. Sau, hey. Joel Osment. Ja, ich war auch die ganze Zeit überlegen, weil er ist so ein richtiger Holzfäller-Typ, ne? Boah, der sieht aber auch aus. Der hat ein Gesicht wie ein Biber inzwischen. Das ist richtig schön. Aber einen besseren Charakter als der erste. Natürlich, also wirklich ein astreiner Spießer. Ganz brav. Ja. Supi. Ja, tatsächlich auch eine wirklich kuriose Besetzung. Ich muss zugeben, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ich war wirklich am Schwanken, ist das jetzt er oder ist das Angus T. Jones aus Two and a Half Men?
Aber der ist ja so von der Voluminosität ist er ja so eher in die Gegenrichtung gegangen. Also der ist ja relativ schlank heute. Und der ist, inzwischen hat er, glaube ich, auch lange Haare und ist komplett zugewuchert mit Vollbart. Ja, genau. Der sieht eher aus wie so ein... Sieht aus wie Charles Manson eher. Ja, 20 Jahre noch so ein Charles Manson-Film mit ihm, das wäre doch was. Wir haben noch andere Kuriositäten im Cast, vor allem, also, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Auf Deutsch gesagt, Sheldon Cooper als Staatsanwalt. Ja. Wie habt ihr das so für euch beurteilt? Ich habe eine Wahl dabei. Ich kannte den. Dessen Name sagt mir jetzt gar nichts. Okay, Hauptdarsteller aus The Big Bang Theory, eine Serie Folgen gesehen habe. Ja. Ah ja, ist doch so, natürlich. Ja, das war verstörend etwas. etwas witzig. Vor allem, er hat halt so seine übliche Show eigentlich abgezogen, ne? So der. Joa, der kann nicht anders. Ja. Ich fand Dings eine nette Idee. John Malkovich als Richter. Mhm. Da habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich habe auch vorher gar nicht so in den Cast geguckt. Und der hat ja dann auch so süffisant ironische Momente dann auch mit ihm. Wobei der Richter ja auch eine interessante Figur war, weil der Richter ja auch immer so irgendwie auch noch so ein bisschen daran geglaubt hat, dass er vielleicht unschuldig ist. Ja. Und ihn halt auch immer mit Kumpel angesprochen hat und so, ne? Ja. Aber wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass er da irgendwie was aus ihm rauskriegt, dass er mal redet jetzt. Weil jetzt sprechen wir doch mal von vernünftigen Menschen zu vernünftigen Menschen irgendwie jetzt kommt. Und dann sagt also er, irgendwie so eine letzte Würde, behalte dir doch bitte und sag doch jetzt, also war schon, da hatte das schon fast was Bittendes eigentlich. Ja. So, und der hat, glaube ich, auch so diesen schönen Moment irgendwie am Ende, wenn er dann schuldig gesprochen wird, der Bundy, und er dann sagt, ja, du bist ein intelligenter Mann, das und das, aber schade, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. So viel Menschlichkeit, die verloren ging oder sowas, sagt er auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und trotzdem wird dann aber der Kontrast hergestellt mit, naja, da kommt halt eben der Titel des Films her, ne? Also, ja, genau. Was er tat, war extrem böse, schockierend, bösartig und verderbt, ne? Ja. Das, da kommt der Titel des Films her, genau. Jetzt wissen wir, wem wir das hier zu verdanken haben. Das ist auch ein Moment, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil man hört John Malkovich sprechen und hat halt diese Aufnahme von Zac Efron, die immer weiter reinzoomt. Vor allem, du hast diese Aufnahme von ihm, wo er am Anfang der festen Überzeugung ist, dass er jetzt freigesprochen wird. Ja. Weil er guckt ja so, steht so auf, grinsen und hat entschieden, schuldig. Und dann auf einmal dieses Gesicht, das er dann so völlig entgleist. Bam, scheiße. Ich glaube schon, dass er gedacht hat, dass er den Richter irgendwie über den Finger gewickelt hat, ne? Ja, dass er einfach mit seinem Charme da, das ist er halt nicht gewöhnt, dass er trotz seinem Charme da nicht kriegt, was er will oder so. Ja. Obwohl die Geschworenen ja einstimmig für eine Verurteilung gestimmt haben dann auch, ne? Ja. Also keiner von denen hat sich irgendwie belatschern lassen. Der andere ist wie so ein verwöhnter kleiner Junge schon wieder so, ups, jetzt läuft es gar nicht nach meinen Spielregeln, komisch. Irgendwo wurde dann gesagt, ich glaube, die Geschworenen hatten sich 7 Stunden zurückgezogen. Ja. Das ist ja nicht so lange, wenn man jetzt so an die 12 Geschworenen denkt oder so. Ja. Wen ich noch kurz rausheben will beim Cast, ist die Freundin von ihm, die dann später so eigentlich mit ihm eine Affäre hat. Ach Gott. Die dann heiraten im Knast quasi. Ja. Nee, nicht im Knast, sondern in der er vor Gerichten Heiratsantrag macht. Im Zeugenstand. Ja, gespielt von Kaya Scodelario, die man vielleicht kennen dürfte aus der Serie Skins oder den Maze Runner-Film. Die hier, ich wusste, dass sie da drin ist. Ich habe sie allerdings erst nicht erkannt, weil sie so eine fürchterliche Frisur und eine fürchterliche Brille hatte. Aber ich fand es noch nicht schlimm genug. Also ich habe ja dann am Schluss, sieht man ja Fotos von der originalen Frau. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, dann ist er wirklich so offensichtlich, dass er sie nur benutzt, damit er halt nicht allein ist und irgendwie noch einen Beistand hat und irgendwie als Mensch gesehen wird. Und also das war ja wirklich ekelhaft, wie er sie dann ersetzt hat, seine Freundin, weil er halt gemerkt hat, sonst Maya steht nicht mehr hinter ihm, und dann nimmt er sich halt die, und die ja total verknallt in ihn war und alles getan hätte und total verblendet. Aber eine wirklich irgendwie eine Frau von, weiß ich nicht so die schlauste wahrscheinlich. Ja, die war dann natürlich auch, da gab es eine Szene, wo sie dann irgendwie für mich spricht, als sei sie seine Anwältin oder so, ne? Mm. Das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Aber ich fand sie tatsächlich überzeugend, also bis auf ihre fürchterliche Frisur, die dann irgendwann mit den Jahren so ein bisschen besser wurde, und ihre Brille auch. So war's.
Weil es eigentlich eine sehr hübsche Frau und die sah einfach nur furchtbar aus da. Wir haben übrigens auch überhaupt nicht erwähnt, dass der Film auch humorvoll ist. Das klingt jetzt total ernst, was wir hier erzählen. Ja, romantisch gut. Auch. Ja, der ist eine Rom-Com, der ist, weiß ich nicht, der ist irgendwie auch so eine Justizkomödie. Der ist all das, was man jetzt nicht unbedingt von so einem Serienkiller-Film erwarten würde. Das sind ja zum Teil echt Originalsprach-Nachplapperungen. Also es ist ja nicht, ist jetzt nicht der Witz, der reingebaut wurde künstlich, sondern es war ja wirklich dieser Teil seines Charmspiels. Aber es kommt halt auch ganz viel durch die Inszenierung, zum Beispiel, wenn er da aus diesem Fenster abhaut und dieses, was kam denn da nochmal für ein Lied zu? Auf jeden Fall irgend so eine 70er-Jahre-Klassiker. War das Aretha Franklin? Ja, ich weiß, was du meinst. Es war auch ein ganz merkwürdiger Musikeinsatz, als er da irgendwie in seiner Zelle ist und dann verprügelt wird oder sowas. Da ist so ein richtig harter Bruch mit der Stimmung. Fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Aber Pascal hat das gerade eigentlich schon richtig rausgestellt, dass dieser Film auch so ein bisschen zwischen den Genrestühlen steht. Das kann man ihm vielleicht sogar vorwerfen. Man kann es ihm aber auch als Stärke auslegen, finde ich. Ich würde eigentlich dazu tendieren, das im Gegenteil eben als Stärke zu sehen, weil man dadurch immer wieder so mit reingezogen wird und man in so eine witziger Typ-Stimmung und man weiß ganz genau, nee, das ist ein schrecklicher Massenmörder und man ist da immer so auf dieser Klippe zwischen diesen zwei Emotionen und ertappt sich selbst dabei, wie man eben auch, wie alle damals und wie auch die Opfer, voll auf ihn reinfällt. Und er eben auch reingefallen wäre, also man wäre auch ein Opfer von ihm gewesen, wenn, also ihr jetzt als Frauen dann halt. so, das ist, und das finde ich genau das Krasse, dass man halt dann zum einen ja, wow, also so Realität versus Wunschdenken, so funktioniert halt die Psyche ganz anders und zu was das alles fähig ist und so. Also das total gut einem das so widerspiegelt, so konsequent radikal durch diese Gegensätze und dieses, was man halt einfach als Naivling überhaupt nicht oder als normal denkender Mensch mit anderen Worten gar nicht erwarten möchte. Ja, und dann immer wieder in diese Stimmung reinkommt und dann so locker flockig und bam und dann umso härter in diese Gegenstimmung reinfällt. So, und jetzt aber hier, zack, so ist es aber. Also ist halt ein Arschloch, also ein kranker Geist. Und das ist, durch diese Gegensätze wirkt das alles, finde ich, noch intensiver. Also das fand ich das so gut. Das ist richtig. Es wurde ja auch im Verlauf durchaus mal angedeutet, dass er irgendwie nicht so ganz koscher ist, ne? Also da gab es diese etwas plakative Szene, wo sie da irgendwie im Tierheim sind und dann er so einen Hund einfach nur böse anstarrt und der dann immer den Schwanz einzieht. Die fand ich so ein bisschen, ja. Das war so, wir müssen jetzt irgendwie doch so ein Bild finden, damit der Zuschauer doch denkt, ja, so toll ist er jetzt auch nicht. Ne? Das Tier merkt, das Tierische im Menschen spürt. Ja, das war ein bisschen. Ja, ist dann auch wieder so ein altes Klischee, dass die Tiere dann irgendwie ausschlagen. Ich musste so ein bisschen an die Szene aus Herr der Ringe denken, wo die Tiere so Angst haben vor den schwarzen Reitern. Ja, oder irgendwelche Elfen oder Feen aus irgendwelchen Disney-Filmen, die halt mit Tieren sprechen können und genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Pascal, willst du anfangen mit dem Fazit? Ja, können wir machen. Ich würde sagen, dass der Film überaus sehenswert ist, weil er zum einen sehr stark mit den popkulturellen Mythen arbeitet, die sich um diese Figur von Ted Bundy ranken. Zum anderen aber auch gegen Ende dann darum bemüht ist, genau diese Mythenbildung offenzulegen und den Zuschauer ja auch ein Stück weit hintergeht, aber clever hintergeht, weil er wirklich versucht, dieses naive Denken, was man von Serienkiller, diese ganze Serienkiller-Manie, die es ja gibt, wirklich offenzulegen, was für Menschen das sind, die wir da eigentlich in Anführungsstrichen anhimmeln. Deswegen würde ich sagen, das ist ein guter Film, ein sehr guter Film. Soll ich auch schon Punkte geben? Ja, wir müssen uns jetzt überlegen, was machen wir denn? Nee, besser nicht. Was denn? Was für Gegenstände aus dem Film können wir für die Punkte nehmen? Ja, eins bis fünf eingeschlagene Köpfe. Ja. Also, machen wir eingeschlagene Köpfe? Ja, scheiß drauf. Ich würde 3,5 von 5 eingeschlagenen Köpfen geben. Alles klar. Ja, Eva.
Ja, also ich war auch doch tatsächlich sehr begeistert. Das wäre ein Thema, wo man unglaublich kitschig werden kann und das hätte man ja emotional total überladen können oder ihn als Monster darstellen oder ihn zu nett darstellen oder die Frau als zu blöd darstellen. Oder, aber ich fand das in allen Bereichen wirklich nachvollziehbar gemacht. Also ich konnte auch mit dieser Frau, dass sie da so hin und her gerissen ist, oder das konnte man echt, war wirklich gut dargestellt, finde ich, und nicht überladen und nicht... ja, also wirklich selten, dass es dann so die Balance hält, so ein Film. Mhm. Gerade bei so einem Thema, wo man drauf rumhacken könnte und das so richtig ausbaden und auslutschen könnte, dieses böse, böse. Ausweiden. Aber das, ja, ausweiden, danke. Auslutschen. Nee, das war wirklich, ich lutsch das böse und werde ja zu ihm. Nee, also fand ich echt angenehm, unaffig und unkitschig, also in allen Bereichen. Also fast wie dieses, so beobachtend, weiß ich nicht, wie diese von Hannah Arendt Banalität des Bösen, halt diese Normalität, die da eben mitschwingt und immer ganz wichtig auch bleibt, gerade bei so ganz schrecklichen Taten, dass man ja das so sich vor Augen hält einfach. Ich würde, jetzt habe ich ja bei Godzilla auch was mit 8 gesagt. Ich würde es, 3,8 von 5 Punkten. Wenn nicht sogar 4, aber vielleicht 3,9. Also. Okay, 3,9. Gut. Ja, last but not least. Ich finde diesen Film tatsächlich auf viele Weisen kurios und ich denke, dass es ein Film der reinen Perspektive ist. Man muss sich eben auf ihre Perspektive einlassen, zugleich aber auch, dass dieser Film nicht völlig konventionell aus ihrer Sicht erzählt ist und dass ihre Perspektive eigentlich eher dazu da ist, den Zuschauer so ein bisschen zu repräsentieren. Das hat aber durchaus immer wieder seinen Reiz und ich kann mich Pascal da eigentlich auch anschließen, dass es tatsächlich auch so eine popkulturelle Dekonstruktion ist. Die kann man allerdings von zwei Seiten, also man kann es sowohl kritisieren als auch loben und es macht diesen Film, ja, einfach bemerkenswert, wie ich finde, auf eine gewisse Art. Also er ist in jedem Fall sehenswert, man muss nur eben halt wissen, dass es diese Perspektive gibt, man muss sich darauf einlassen und man darf nicht mit der Erwartungshaltung angehen, hier ein konventionelles Serienkiller-Biopic zu bekommen, weil über Ted Bundy selber und seinen familiären Hintergrund erfahren wir so gut wie nichts, ja? Aber das kann man, das ist halt so schwierig bei der Rezension dieses Films, man kann es sowohl als Stärke als auch Schwäche einordnen. Für mich liegt der Ball auf beiden Seiten. Irgendwo ist das eine Stärke, also das ist irgendwie ein wahnsinnig grober Film irgendwie, so grobschlächtig eigentlich fast schon in seiner Struktur und Erzählweise. Und es hat was, also es ist kein glattes Biopic und dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist auch gar nicht immer unbedingt verkehrt, wenn man einen Film zu diesem Thema macht, an dem man sich dann auch so ein bisschen reiben kann, so gesehen. Deshalb würde ich 3,5 von 5 abgeschlagenen Köpfen vergeben. Man kommt auf jeden Fall ins Gespräch, wie wir gemerkt haben. Ja, ja, arg ins Gespräch. Arg. Ich muss das alles schneiden. Hast ja noch Zeit. Genau, hatten wir das gesagt jetzt eindeutig, der Film erscheint am 3. Juli, erst auf DVD und Blu-ray. Das ist eine ziemliche Wartezeit, weil er ist seit Anfang Mai auf Netflix zu sehen, außer eben hier in Deutschland. Ja. Aber man kann wirklich nur empfehlen, außerhalb von Netflix sich den wirklich mal anzugucken. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass er nicht auf Netflix gelandet ist und dass dadurch jetzt halt eben das Publikum nicht so breit ausfallen wird. Ja. Obwohl das andererseits vielleicht auch nicht so verkehrt ist. Ja, das war unsere Meinung dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr den Film jetzt sehen wollt oder auch nicht oder ihn schon gesehen habt und völlig anderer Meinung seid. Wir freuen uns da sehr drüber. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und wünsche noch viel Spaß mit den weiteren Kritiken hier beim Tele-Stammtisch und übergebe das Wort jetzt meinen hochgeschätzten Gästen. Ja, ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo und auch von uns herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin der Lasse und ich bin nicht allein. Bei dieser Besprechung leistet mir Gesellschaft die Tanja. Sag hi. Hi Lasse, hier ist die Tanja aus München. Du hast es gut, du sitzt in Hamburg bei schlappen 21 Grad und ich sitze in meinem Schlafzimmer und habe 28 Grad. Also können meine Worte heute etwas zäh sein.
das sollte kein Problem sein. Wir haben wieder eine ganz besondere Situation heute, denn nur einer von uns beiden hat den Film, der hier besprochen wird, gesehen. Das letzte Mal war ich das mit Missing Link und in diesem Fall war es nur die Tanja. Und ich werde heute quasi als der Interviewer fungieren und ihr möglichst gezielte Fragen zu dem Film stellen, damit sich hieraus ein hoffentlich amüsantes Gespräch ergibt. Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar drüber, weil ganz ehrlich, ich hätte da gar nicht so viel zu sagen. Ich bin ja mehr so der Dokumentarfilmfreak, obwohl ich gerne Actionfilme, Thriller, Horrorfilme schaue. Aber bei dem Film wäre mir wirklich ein Einzel sehr schwer gefallen. Bei dem heutigen Film handelt es sich um All the Devil's Men, ursprünglich schon am 7. Dezember 2018 in den USA erschienen, aber kommt jetzt erst nach Deutschland. Wann genau? Und zwar am Samstag, den, komischerweise an einem Samstag, den 29. Juni. Ach, guck an. Ja. Also sehr kurzfristig kommt er als Blu-ray und DVD raus. Die Verleihfirma, die AIM Creative Strategies and Visions, die haben mir eine Blu-ray zur Ansicht geschickt und die habe ich mir angeschaut. Alles klar, dann, wie ich hier sehe, der Film scheint ab 18 Jahren freigegeben zu sein. Ja, das kann ich gar nicht wirklich, also ich kann es mir nicht erklären, aber die FSK, wer kann sich das noch erklären? Letzte Tage wurde freigegeben, Dawn of the Dead, glaube ich, nach 35 Jahren darf der jetzt unrated gezeigt werden. Und deswegen FSK 18, kann ich jetzt wirklich nicht zu sagen, der Film ist nicht besonders blutig, nicht besonders... Da ist kein Trash, also nichts drin, was ich nicht auch mit 16 oder 14 eventuell schon gucken könnte. Vielleicht dann irgendwie das ab 18 FSK-Logo draufgeslippt für Street Credibility. Ganz genau so ist es. So hört sich das für mich an. Ja. Der Film ist dem Action-Genre zuzuordnen, eine Stunde und 39 Minuten lang. Sag uns mal, von wem ist der Film und mit wem? Ja, ich fange erstmal direkt mit der letzten Frage an, mit wem? Und zwar ist der Film mit Milo Gibson, das ist, wie wir uns schon denken können, der Sohn von Mel Gibson, unserem australischen Wüstenhelden. Der Film fängt auch direkt so an, man sieht also Gibson Junior mit freiem Oberkörper locker mal 20, wie nennt man das, wenn man an der Stange hängt, Übungen zu machen und seine gestählten Muskeln zu zeigen. Und eigentlich war mir da schon klar, dass der Film in erster Linie dafür da ist, um ihn irgendwie als wunderbaren Schauspieler herauszukristallisieren. Der hat ja schon in Hacksaw Ridge die Entscheidung mitgespielt und auch in Elite-Soldaten gespielt. Und ich befürchte, dass man den jungen Mann genau in diese Ecke schiebt, halt Amerika ist groß und wir sind die Weltretter. Das scheint er so jetzt, so in diese Rolle scheint er sich jetzt gerade so festzufahren. Ah, verstehe. Er ist ja erst vor kurzem irgendwie ins Schauspielfach gewechselt tatsächlich, wie schon gesagt, mit Hacksaw Ridge. Davor ist der sechste Sohn von Mel Gibson, davor ist er eher nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Wer spielt denn noch alles mit? Da gibt es dann noch die weibliche Hauptrolle, die wird gespielt von Sylvia Hoax. Ich denke, dass man das so ausspricht. Die hat in Blade Runner 2049 schon mitgespielt. Ich fand sie in Blade Runner schon farblos. Ich finde sie hier auch nicht besonders mit besonderer Tiefe gespielt. Dann ist Jibenga Akinaga. Mein Gott, das ist schwierig. Jibenga Akinagbe, der hat in The Wire mitgespielt. Und der Action-Veteran William Fichtner aus Black Hawk Down und Heat. Das sind jetzt so, sagen wir mal, die großkalibrigen Waffen im Film. Oh ja, ich würde sagen, William Fichtner ist definitiv der größte beteiligte Star hier. Ja, würde ich auch sagen, genau. Er hat so viel Besseres verdient als diesen Direct-to-Video-Ramsch. Ich meine, er war in einigen größeren Filmen schon zu sehen. Wie du gesagt hast, war doch auch immer sehr gut. Wie seine wirklich winzig kleine Wegwerfrolle als Banker in The Dark Knight ganz am Anfang. Aber er hat wahnsinnig viele interessante Sachen gespielt. Als ich Filmregie studiert habe, hat sogar einer meiner Dozenten ihn als einen der besten zurzeit arbeitenden Schauspieler in Hollywood angepriesen. Ja, es ist halt oftmals leider so, dass die wirklichen Stars, die ihr Handwerk auf jeder Ebene beherrschen, einfach
immer underrated sind, weil sie in underrated Filmen mitspielen. Oder sie spielen in overrated Filmen kleine Rollen, damit man den Film overraten kann. Also es ist eigentlich genau für diese Schauspieler ein Kreuz, wie es im Moment so in Hollywood abgeht. Das ist halt meine Meinung, weil die wirklich guten Schauspieler sieht man mittlerweile nur noch in ganz kleinen Independent-Filmen, die überhaupt keine Rolle spielen auf dem großen Markt. Das ist jetzt leider hier in dem All the Devil's Men nicht der Fall. Also, perfekt ausgedrückt. Ja, also das ist schon auch All the Devil's Men. Man versucht hier eine Story von, sagen wir mal, ehemaligen Elite-Soldaten, die sich heute als Söldner ihr Tagegeld verdienen. Die geraten irgendwie gegeneinander. Der Film hat überhaupt keine Tiefe. Eigentlich weiß man gar nicht so genau, warum hauen die sich jetzt oder warum bringen die sich jetzt gegenseitig um. Das wird nicht wirklich erklärt. Also du hörst schon, ich bin, selbst wenn ich jetzt versuche, darüber zu reden, schon eher sprachlos, weil das der Film war, ist solide produziert, absolut technisch einwandfrei, da stimmt alles, das Setting stimmt, Regie stimmt, Licht stimmt, Musik stimmt, aber das sieht so aus, als wenn irgendwelche Schauspieler eben mal schnell was hinten kleistern müssen, weil sie dafür Geld bekommen. Also es hätte ein schöner Film über Söldner und CIA-Agenten werden können, aber es ist halt das Übliche, die USA gewinnt sowieso und wir sind die Weltpolizei. Ja, keine Ahnung. Also der Film hat mich mit einem großen Fragezeichen hinterlassen. Ich finde es halt schade, weil Mel Gibsons Sohn Milo Gibson, ich kann da nicht viel drüber sagen, ob er jetzt wirklich schauspielerisches Talent hat. In Hacksaw Ridge ist er mir einfach wirklich durch die Lappen gegangen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass der da mitspielt. Beziehungsweise ich wusste nicht, dass das ein Gibson-Sohn war. Und hier glaube ich einfach, mit dem Film wird versucht, ihn in die hochpreisigere Klasse zu schieben, weil er ist ja wirklich umgeben von hochpreisigen Schauspielern. Ja, ich habe hier die IMDb-Information aufgeschlagen und hier steht unter Plot-Keywords Propaganda und Russophobia. Ja, Russophobia, ich bin ja schon mal froh, dass es nicht die Naziphobia war. Wir durften ja in den 80er Jahren, durften die Nazis ja für jeden Scheiß herhalten. Ist ja auch richtig, aber als deutscher Jugendlicher in den 80ern, ich war 16, will man das halt auch irgendwann nicht mehr. Oh, es sind schon wieder die Nazis und jetzt greifen sie halt wieder auf die Russen zurück, weil es passt ja gerade. Ja, das ist halt das übliche Feindbild der USA. Russische ehemalige CIA-Agenten und Gegenagenten, die waren früher Freunde. Es sind so viele Sachen, die einfach nicht stimmen in dem Film. Da bekämpfen sich die allerbesten Buddies. Also das sind wirklich so, du bist mein Buddy und die müssen sich auf einmal bekämpfen und die erschießen eigentlich quasi alles um sie selbst herum, nur sich gegenseitig nicht. Der Film ist irgendwie, das ist einfach von der Geschichte her ist der echt Bullshit. Also dahergesponnen wie sonst noch was. Ja, ich sehe hier, dass ich meine Terror-Kopfgeldjäger in London, das erinnert mich ein kleines bisschen an London Has Fallen, so ein winziges bisschen. Ah, nein, gar nicht. Also gar nicht, null. Also da ist London Has Fallen ist dagegen noch wirklich ein spitze Popcorn-Kino. Oh nein, weil ja, ich doch. fand schon diese Has Fallen, ja, Filme, Olympus von London Has Fallen, die finde ich nämlich auch schon furchtbar. Ja, die sind wirklich, also das Einzige, was ich an dem Film wirklich gut fand, das war der mit Gerard Butler, die ersten 2 Minuten halt, wo der Überfall aufs Weiße Haus kommt, da ist halt ein Bodycount, den fand ich sensationell. Das sind aber 2 Minuten von gefühlten 140 und das entschuldigt den Film dann auch nicht. Also ich bin da ganz deiner Meinung, das geht halt einfach gar nicht für unsere Gefühle. Ich finde die furchtbar hässlich, ich finde die hasserfüllt auch und die versuchen, große Hollywood-Produktionen zu sein, aber das CGI ist grauenvoll billig und das Einzige, was wirklich ein bisschen drüber weghilft, ist die Präsenz von jemandem wie Gerard Butler, der ein charismatischer Kerl ist, aber dann hast du halt diese furchtbar politisch unkorrekten Äußerungen, wie wenn er dann sowas sagt wie "Go back to fuckheadistan" oder sowas in der Art. Ja. Und gibt's sowas Ähnliches hier auch? Also nein, wortgewaltig ist der Film wirklich nicht. Es wird nicht viel geredet. Wenn das, ja, es ist wirklich so, der Film, er ist sehr schnell, sagen wir mal so, die Menschen sind ständig in irgendeiner Weise in irgendwelchen dicken Autos unterwegs und ballern, rennen und ballern. Es wird wirklich nicht viel geredet. Was geredet wird, ist nicht wichtig. Es sind nur Floskeln, die da,
rübergeschmissen werden und hey, du bist mein Best Buddy und bla bla bla. Also ich bin aus dem Film nicht schlau geworden. Ich würde ganz gerne doch die Produzenten und den Drehbuchschreiber gerne fragen, kommt da jetzt noch ein zweiter Teil? Wird das noch aufgeklärt? Welchen Sinn hat der Film? Also für mich hat der Sinn einfach, wenn ich ein US-Amerikaner wäre, dann würde ich so und so diese unterdurchschnittliche, sagen wir mal, Schulbildung noch abgelegt hätte, würde ich sagen, ja, hey, geil, das sind unsere Jungs und so sind wir. Aber das bin ich nicht. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mich kotzt es an, dieses ganze pathetische USA. USA, das ist halt einfach bei mir so langsam schon Oberkante. Ist schon seltsam. Es ist irgendwie so ein hurra-patriotischer Amerika-Film, aber er spielt in London. Auch interessant. Merkt man irgendwas davon? Sie haben angeblich auch West-London und so weiter gedreht in den Studios. Sieht man davon irgendwas? Da ich mittlerweile, wenn es gut gemacht ist, nicht erkenne, ob das vom Bluescreen oder Greenscreen London gedreht wurde oder tatsächlich in London, muss ich sagen, da hat mir der Brad Pitt-Zombie-Film mehr über London gezeigt. Ja, also das war auffälliger. Also ganz ehrlich, mir fällt es erst gerade wieder ein, wo wir drüber sprechen, dass das ja in London war. Mhm. Nein, man sieht nicht viel von London. Das hätte sonst wo sein können. Okay, also sind auch so ähnlich wie bei den bei den Olympus Fallen, London is Fallen Sachen und so. Nämlich lustig, weil ich habe ich bin ein bisschen durch die Company Credits gegangen, habe mir die Produktionsfirmen angeguckt. Übrigens, dieser Film hat 9 Produktionsfirmen, was eben auch schon so ein Ungütesiegel ist, weil nämlich das hier erinnert mich an die Filme von Millennium. Ich glaube, die waren auch teilweise bei London has Fallen und so weiter beteiligt. Die haben auch Hitman's Bodyguard und so weiter produziert. Das sind im Prinzip die 9 Canon-Films. Ja, das ist schlimm so tun, eigentlich. Genau, wo sie so tun, als wären sie hochwertige Blockbuster, aber in Wirklichkeit haben sie diese ganzen Sets, die so tun, als wären sie irgendwelche berühmten Städte, als wären sie London oder sonst was in der Art. Aber hier, das hier war nicht Millennium, aber das scheint mir genau in diese Nische irgendwie zu gehen. Es passt auch in die Nische. Es passt halt in die Nische, dass einmal CIA-Agent, immer CIA-Agent, du kommst da nicht raus, egal was du tust. In dem Fall jetzt von Milo Gibson, der hat wohl ein Kind, ist verheiratet. Man zeigt immer wieder zwischendurch, wie er andeutungsweise eine Panikattacke bekommt. Aber es wird in diesem ganzen Scheißfilm nicht erzählt, wo ist das Kind, wieso ist der nicht da, was ist passiert, wieso hat der Panikattacken. Da wird null drauf eingegangen. Also es ist alles so angedeutet. Und wenn du das mir mit diesen Produktionsfirmen jetzt gerade so erzählt, mich hätte es nicht gewundert, wenn es eine Crowdfunding-Sache gewesen wäre, wo ganz am Ende irgendwie Papa Gibson steht, der seinen Sohn pusht. Ja, weil da hat irgendwie, das ist halt einer von diesen Filmen, der hat so über 15 Executive Producer Credits. Ja, aber so, das merkt man ihm an. Der hat keine Seele, der hat keine Tiefe, da steckt nicht dieses eine Herz dahinter, was dafür blutet. Und das merkt man den Film auch an. Also die wirklich Guten, die liefern ab, aber auch ungefühlt. Also das ist, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man ein Buch liest oder einen Artikel liest und immer wieder abschweift, weil der Artikel einfach total uninteressant geschrieben ist. Man kommt einfach nicht dazu, dieses Ding fertig zu lesen. Und so ist es halt auch bei dem Film. Ich habe mich immer wieder erwischt, dass ich so la la la, so zwischendurch am Handy rum. Und das mache ich eigentlich nicht, wenn ich einen Film schauen soll, will, den ich nachher besprechen soll. Aber das war da schon schwierig. Also ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizitproblem, aber bei dem schon. Das ist wirklich so, oh ja, okay, da fahren sie wieder schnell und hurra. Also das war nichts. Das hätten sie sparen können. Das hätten wir besser gemacht. auf dem Poster heißt es End William Fichtner. Wie groß ist seine Rolle? Ja, sagen wir mal so, der William Fichtner, wie man sich das eventuell schon denken kann, ist so dieser Protégé, dieser Mentor vom kleinen Gibson. Aber dafür stirbt er doch recht schnell. Also ich dachte mal so, er war wahrscheinlich zu teuer, um die Rolle bis zum Ende auszubauen. Er wird irgendwann einfach auch weggemeldet. Das geht auch alles so empathielos. Ja, oh, er ist tot. Ja, also wirklich. Ich hoffe, dass man sich den Film anguckt und mich nachher erschlägt und sagt, Tanja, du warst ja völlig unter Drogen, als du das geschaut hast. Der Film ist ja riesig und vielleicht habe ich es wirklich nicht erkannt, aber selten hat mich etwas so kalt gelassen wie dieser Film.
Ach, traurig. Regisseur war Matthew Hope, der, wie es scheint, einige dieser Art von Filmen inszeniert hat. Vanguard und The Veteran, das waren die einzigen beiden langen Filme, die er inszeniert hat. The Veteran, war ja. Er war auch der Autor hiervon und von verschiedenen anderen Sachen. Second Unit Director bei einigen Projekten. Also, es war einfach nix. Also, das kann man echt so sagen. Es war nix. Verstehe. Du hast gesagt, es wäre solide gemacht in irgendeiner Form. Ja, natürlich. Also, wie ist die Action? Ist es übersichtlich oder ist da sehr viel Wackelkamera, um da alles zu kaschieren? Nein, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, Kamera und Sound und Licht ist wirklich, wirklich gut gemacht. Aber wie soll ich das erklären? Das ist alles automatisiert. Das ist alles so, oh, da explodiert ein Auto. Normalerweise fühlst du entweder mit den Leuten, die im Auto sitzen, oder mit den Leuten, die das Auto zum Explodieren bringen. In dem Film siehst du ein Auto explodieren und denkst dir Scheiß drauf. Also es ist dadurch, dass die Geschichte nichts beinhaltet, du kannst auch für niemanden Partei ergreifen und sagen, ich halte jetzt zu dem oder ich halte jetzt zu dem, weil irgendeiner eine besondere Charaktere ist. Es ist alles nur so flach. Wie gesagt, der Mel Gibson-Sohn, der macht da so einen auf Veteran und unglücklich und mit Panikattacken. Das ist das Einzige, wo man versucht, den Charakteren ein bisschen Leben einzuhauchen. Und der Rest wird runtergerattert. Es wird solide abgeliefert. Also die Action-Szenen sind gut. Es gibt explodierende Autos, hohe Flammensäulen. Es ist solides Action-Kino ohne Herz. Also ich brauche ein Herz, ich muss fühlen dabei, ich muss, wenn es halt, weiß ich nicht, die letzte Nebenrolle ist, der ich noch meine Empathie schenke, aber es muss irgendwas drin sein, wo ich sage, okay, da bin ich dabei, der Film hat mich abgeholt. Und bei dem Film habe ich mich halt sehr oft verlassen gefühlt. Ja, verstehe. Dieser Film wirkt auf mich wie etwas, da hat jemand wie Scott Adkins das Skript gelesen, hat gesagt, nope. Ja, genau, so, als wenn Matthew Hope gesagt, oder gefühlt der Zehnte gewesen wäre, den sie gefragt haben, und er hatte gerade Zeit. Also so ungefähr, Hauptsache ein Name rein. Ja, genau, weil Scott Adkins ist ein wahnsinnig guter Action-Darsteller, der war in einigen größeren Kinofilmen schon zu sehen, aber da immer nur ganz klein. Einer der größeren Sachen, er ist zum Beispiel der Typ in Doctor Strange, mit dem Doctor Strange diesen längeren Kampf im Krankenhaus hat, für die es nicht wissen, aber sonst, der hat im B-Action-Fach hatte einige wirklich interessante Titel und ist unglaublich toll mit Stunts und all dem und hat eine gute Ausstrahlung als Darsteller. Er wird nur andauernd verramscht in dieser B-Ware und gehört in solche A-Action-Filme halt wie in sowas wie Doctor Strange, wo er dann aber trotzdem nur sowas wie eine Nebenrolle ist, der dann auch für Stunts herhält. Aber das wirkt so, als wäre das auch unter dem Niveau von Adkins gewesen, wo er dann gesagt hat, nein, ich bin besser als das. Ja, das Problem ist halt wirklich, die Aussage an sich ist erstmal hart. Wenn man sich das jetzt mal hinstellt, also das war selbst unter seinem Niveau, dann habe ich in meinem Kopf einen verwackelten C-Movie-Film, also C-Movie, der mit der Handycam gedreht wurde. Aber das ist bei dem Film nicht so. Der Film gaukelt dir wirklich großes Action-Kino vor. Der wäre unterhaltend gewesen, wenn ich nebenher einen Pulli gestrickt hätte und einen Roman geschrieben hätte. Dann hätte der Film mich unterhalten. Hätte wenigstens Mehrwert gehabt. Ja. Dann hätten wir als Resultat einen Pulli und ein Buch. Ja, aber alleine die Konzentration auf diesen Film, der langweilt. Also der langweilt dann wirklich. Ach Gott. Ja. Also das ist immer eine verdammte Schande. Und wenn man bedenkt, Scott Adkins hat Ja gesagt zu Der Spion und sein Bruder. Ja, muss man sich halt mal vorstellen. Eben. Also das ist, da tun sich Welten auf, aber ich denke mir, dass er vielleicht, wenn meine Vermutung stimmt, dass das ein Gibson-Push-Film ist, dass er vielleicht die Chance gesehen hat, da steige ich nochmal mit auf, vielleicht wird das was. Ich meine, die Schauspieler sehen das Produkt ja auch erst quasi kurz bevor es in die Kinos kommt, wenn überhaupt. Also ja, und ich meine, auf den ersten Blick Milo Gibson, Mel Gibson, nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, die versuchen auch dann einfach so ein bisschen zu betrügen mit auf dem Poster. Oder irgendwas mit M und Gibson. Aber er sieht aber tatsächlich auch noch so aus. Also das ist faszinierend. So ähnlich wie damals, ich glaube, das war auch in den 80ern, wo sie dann solche Filme hatten, groß mit Frank Stallone. Und dann hat man natürlich erst ein bisschen später rausgefunden, oh, es ist gar nicht der Stallone. Ja, genau. Oder es gab auch Covers mit Schauspielern, die gar nicht im Film mitgespielt haben. Und das war dann oder so, nur ganz kurz. Oder nur ganz kurz. So wie die meisten Bruce Willis-Filme heutzutage. Ja, genau. Ja, ne, genau. Also, wie gesagt, ich kann den Film auch jetzt noch nicht mal sagen, für wen er geschaffen ist.
Ja, Actionfilmfans könnte schon sein. Ich würde sagen, wenn er dann im Fernsehen läuft, reicht es dann. Dann kann man sich okay. den mal anschauen. Alles andere muss ich leider sagen, nee, lass die Finger davon. Das ist einfach vertane Liebesmühe und auch verschenktes Geld. Wenn, für mich klingt das so, warum würdet ihr so einen Film gucken wollen, wenn ihr stattdessen halt sowas wie Mad Max Fury Road oder die John Wick Sachen auf Blu-ray. Hey, da gucke ich mir lieber fünfmal Mad Max Fury Road an, bevor ich mir noch einmal All the Devil's Man gebe. Und was noch sehr interessant ist, Eurovideo Medien hat dem Film noch die Oberüberschrift gegeben, The World is a Battlefield. Also, genau. Also das ist so, ja, da weiß man dann schon, wie es, the world is not a battlefield. Also das ist nur in den Köpfen der Amerikaner so. Aber vor allem, spielt das nicht nur in London? Ich meine, das klingt nicht wirklich global. Nee, das spielt auch nicht nur in London. Das spielt genau genommen auf ungefähr 200 Quadratmeter Hafengebiet in London. Ja, das ist halt so. Es gibt ein paar Stunt-Szenen, die wohl auch in London sind. Aber wie gesagt, du nimmst das nicht wirklich als groß da, weil es halt so runtergeluscht wird. Ah, verstehe. Ja. Sowas ist immer eine Schande. Welche Punktzahl würdest du dem Film denn dann letztendlich geben? Wo sind wir? Bei Schulnoten oder bei IMDb? Hier bei halt, wir geben ja immer 4 von 5 oder 3 von 5, also 1 5, bis 5. Was wäre bei dir? Puh, wenn ich alles zusammenrechne, 3,5. Nein. Tatsächlich von 5? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Von 5, nein, Gottes, 2,5. Also die Hälfte kriegt er, weil er wirklich solide gefilmt ist. Er hat einen soliden Schnitt. Er ist noch nicht mal actiontechnisch zusammengeschnibbelt, sondern hat wirklich längere Sequenzen, wo sie sich die Fresse polieren. Also solides Handwerk, guter Schnitt, solide Schauspieler halt ohne Herz und Dings, doch die 2,5 kann er haben, aber auf die 3 kommt er auf keinen Fall. Ja, okay, verstehe. Naja, das ist immerhin ein bisschen gniediger ausgefallen, als ich das am Anfang vermutet hatte. Ich denke gerade noch mal über den Titel nach All the Devil's Men. Ja. Rechtfertigt sich der Titel in irgendeiner Form? Nee, das habe ich dann auch, ja, nee, eigentlich nicht. Es war klar, dass alle von denen schon im Irak Kinder erschossen haben und so. Das ist alles, was einen heutzutage langweilt, weil es schon zu oft verwurstet wurde. Oh, weißt verstehe. So, weil nämlich All the Devil's Men ist kein schlechter Titel. Darunter ja, kann man sich auch was vorstellen. Finde ich auch. Was ich mir vorstellen kann, ist, sollte es dann der Milo Gibson noch zu Ruhm und Ehre erreichen in den nächsten 25 Jahren, wenn er das Talent von seinem Vater tatsächlich hat, dann kann es vielleicht sein, dass der Film in 25 Jahren mal sowas wie ein Insider-Tipp wird. So, ah, das war einer seiner ersten Filme. Alles andere halte ich für überzogen. Ja. Okay. Das klingt für mich ja halbwegs nachvollziehbar. Mhm. Nämlich, wenn man denkt halt, All the Devil's Men, das klingt nach so etwa, nach so einer Art von düsterer Version von solchen Filmen wie The Big Red One oder sowas in der Wenn es noch düster, so ein bisschen auf Film Noir und auch so, oder so düster wie Dark Knight, wenn es noch so gemacht worden wäre, das ist nur Shift, weil man kennt es von London, es regnet halt nur. Nein, nichts, schönes Wetter. Also, weißt du, was ich das meine? Selbst das Wetter war schön. Ja, weil genau, All the Devil's Men, das hat irgendwie eine weitreichende Wirkung. Das könnte auch ein Horrorfilm sein im Stil von Deliver Us from Evil ja. oder sonst was in der Art. All the Devil's Men, ja, das ist ein toller Titel, das ist richtig. Und man muss leider sagen, auch ein einzigartiger, den Film gibt es so nicht mehr. Also es wiederholen sich ja Titel, wiederholen sich ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie viele Filme es gibt, die das Ritual heißen. Also gefühlt 150. Aber All the Devil's Men ist ein schöner Titel und der ist jetzt damit dann auch obsolet. Den kann man dann auch verwursten. Tja, schade, dass er anscheinend nicht für einen besseren Film entstanden ist. Ich selbstverständlich gebe hier keine Wertung ab, denn ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich vertraue da mal deiner Meinung und denke mir, meh, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Und vor allen Dingen bei dem schönen Wetter, ich bin hier in München, ich muss jetzt wieder raus. Also, bei aller Liebe, aber am Biergarten ist immer noch am schönsten. Ja, ich meine, draußen wird es auch garantiert unter den richtigen Umständen kühler sein ja. als drinnen. Ja, fein. Ich habe auch eigentlich dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich muss gestehen, ich war dann von dem Film so begeistert,
dass ich mir die Zusatzdinge darauf, wie die Trailer-Shows, Kommentare, den ganzen Schnick und Schnack, der heute üblicherweise auf jeder Blu-ray ist, den habe ich mir dann halt auch gekniffen. Oh. Mm. Naja, wahrscheinlich dann auch wieder einiges an Marketinglügen drauf, ja, und dann nur Bladiblubs. Keine Ahnung, ich riskiere jetzt einfach mal, dass ich vielleicht die Genialität dadurch verpasst habe, aber dann ist es halt so. Tja, dann, okay. Wo können Leute dich und dein Zeug denn noch finden, falls du noch was anderes im Internet machst, als hier beim Telestammtisch tätig zu sein? Man findet mich meistens in München. Nein, ich bin im Social-Media-Bereich zwar vertreten, aber ich möchte doch hier einfach nur das Filmhuhn sein und es auch dabei belassen. Sehr schön. Mich, liebe Hörer, falls ihr das noch nicht wisst, findet ihr auf Facebook und Twitter @LasseVogt. Auf meinem YouTube-Kanal namens Wettdeppert bespreche ich möglichst alle Releases, die ich gucke im Kino. Es sei denn, ich bespreche sie hier beim Telestammtisch, wo ihr natürlich auch ganz viele Kritiken von mir finden könnt. Ich betreibe mehrere Podcasts, darunter Fans About Films und It's a 90s Christmas Podcast, zusammen mit Live Press, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Und ich betreibe den deutschen Soundtrack-Blog scoregeek.wordpress.com, demnächst wieder mit einigen coolen neuen CD-Ausgaben vertreten. Bedanke mich sehr, dass ihr uns hier zugehört habt. Mal sehen, ob ihr nun Tanjas Warnung in den Wind schlagen und einen Blick riskieren wollt oder ob ihr ihr vertraut und sagt, ja, Milo gibt's in dem Fischner, gebe ich mir, wa? Also ich meine, er ist schon Hase. Also war sein Vater auch in dem Alter. Also das von daher so als reines Sexobjekt, doch, ja. Aber das ist der Film halt leider nicht. Stichwort in dem Alter. Genau. Ach Gott, darüber könnte man noch so viel anderes sagen. Das lassen wir jetzt aber. Ja, ich frage mich wirklich, wie in einer Zeit von Me Too und dem ganzen Zeug, also jemand wie Mel Gibson überhaupt noch eine Karriere haben kann im Bereich Regie und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Eben. Zur wenn Not, du nichts mehr hinzufügen. Nein, habe ich ja nicht. Auf jeden Fall nichts, was jetzt noch in irgendeiner Weise zum Inhalt beitragen würde. Verstehe. Dann bedanke ich mich sehr für diese schöne Gesprächsrunde. Ich hoffe, ich konnte ein klein wenig behilflich sein. Ja, ich habe zu danken. Ja. Ich werde dann auch noch beim nächsten Spielfilm auf dich zurückkommen, weil ich mache ja in der Regel gerne die Dokumentarfilme. Aber mit dir war es super toll. Und über den Film zu sprechen, hat mir auf jeden Fall definitiv mehr Spaß gemacht, als den Film zu schauen. Das ist natürlich schön zu hören. Vielen Dank. Dann euch vielen Dank auch fürs Zuhören. Alles wir klar. Beide verabschieden uns und wir hören uns bei der nächsten Review. Bis dann beim Telestammtisch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.